Hallo zusammen, hier ist 80 und wir spielen heute wieder eine Runde Nightingale. Für diese Folge habe ich mir zwei Dinge vorgenommen. Erstens wollen wir die nächste Karte freischalten, also die Versorgerkarte. Dafür müssen wir den Versorgerkraftort machen. Vorher würde ich aber gerne eine Sumpfwelt besuchen, um dort, hatte ich gesehen, beim Händler die Alchemiestation zu holen, damit wir Heiltränke craften können, weil ich denke, dass wir die brauchen werden. Kurz, um euch mitzunehmen, Offcam habe ich nicht viel gemacht. Zwei Dinge. Ich habe einen Hammer gecraftet zum Kämpfen. Also ich habe eigentlich beide Hämmer gecraftet, die man craften können. Dabei festgestellt, dass der kleine Hammer zur Reparatur von Gebäudeteilen da ist. Das hatte ich mich auch schon vorher mal gefragt. Und gesehen, dass der große Hammer zum Kämpfen da ist. Und ich hatte mir das ja irgendwann mal angeguckt und war nicht so begeistert vom Hammer. Hab den aber dann auch nicht gecraftet und hab die ganze Zeit ja die Axt benutzt hier, die 81 Nahkampfschaden macht. Und jetzt guckt euch mal den Hammer an, der macht 144. Also da ist eine ganz andere Hausnummer. Ich habe noch den mit Kraft verzaubert, dass er die Leute noch mehr umhaut. Der ist sehr langsam beim Zuschlagen, aber ich glaube, das ist egal. Wenn er so viel Schaden macht, ist das völlig in Ordnung. Macht natürlich diesen stumpfen Schaden. Von daher, ja, muss aber mal schauen, wie es so läuft. So, wir packen hier eine Sumpfkarte rein und natürlich eine antiquarische Karte reicht erstmal und öffnen das Portal. Ich mache einen kleinen Cut, bis das Portal da ist. So, Tor ist da, wir gehen durch. Kleine Info noch, ich habe den Feenring abgebaut, weil ich mal diese Ladescreens hier mir angeguckt habe und da stand bei, dass so ein Feenring ein Respawn-Punkt ist. Den brauche ich in meiner Basis nicht, weil ich eh beim Steinhaufen respawnen kann. Ich habe aber jetzt immer so ein Teil mit, womit ich neue Feenringe auch unterwegs bauen könnte und das werde ich dann demnächst tun, wenn ich irgendwo was ja, baue. Gut, ich mache wieder einen kleinen Cut, während das hier lädt. Generell muss ich sagen, die Ladezeiten sind mittlerweile ziemlich lang zwischen den einzelnen Welten und bis das Tor mal steht und sowas. Das liegt wahrscheinlich alles an den überlasteten Servern. Da haben sich die Entwickler haben sich da auch schon entschuldigt für auf ihrem Discord-Server und priorisieren jetzt tatsächlich den Offline-Modus erstmal. Also packen den in der Priorität mit dazu, ohne andere Prioritäten zurückzusetzen. Keine Ahnung, ob das funktionieren wird, aber ich finde es erstmal nicht schlecht, weil ich sowieso ja erstmal Solo spiele. So, sieht irgendwie cool aus, die Sumpfwelt. So das erste Bild, was man hier sieht, gefällt mir gut. Wir gucken aber direkt. Ach, guck mal, Essenzhändler ist direkt hier. Oh, hier ist auch direkt ein Boss. Ach, und schon sind wir wieder abgelenkt. Da sehen wir da irgendwas. Schauen wir mal. Borkok-Ziege oder sowas. Ziegenfisch. Was ist denn eigentlich, wenn man ins Wasser läuft? Ich glaube, im Stresstest gab es gar kein tiefes Wasser in dem Sinne. Oh, Krankheit. Oh, ah. Vielleicht darf man hier nicht im Wasser rumlaufen. Ich will nicht krank werden. Ah. Okay, nur im tiefen Wasser wird man krank eventuell. Alles klar. Pflanzenfaser primitiv. Jetzt ist es ja doch wieder immer wieder interessant zu sehen, ob es hier besondere Pflanzenfasern-Typen gibt, die man noch nicht kennt. Aber das hier ist nichts. Denn in der letzten Folge haben wir herausgefunden, dass verschiedene Zutaten ja durchaus verschiedenen ein oder unterschiedlichen Einfluss haben können. Okay. Moment, ich wollte ja den Boss machen. Ah, der ist jetzt schon weitergezogen und gar nicht langsam. Muss man ein bisschen sprinten und irgendwie das Wasser dabei umgehen. So. Da ist eine Statue. Wieder auf die Karte gucken, wo der Boss mittlerweile ist. Weiter in diese Richtung. Würde mich schon interessieren, ne? Einfach mal gut, der letzte Boss, den wir in der Wüstenwelt gemacht hat, der hatte jetzt nichts, wo ich sagen würde, das hättest du unbedingt gebraucht. Aber ja, ist einfach vielleicht, was ist das? Wasserspinat. Da ist der Boss. Ein riesengroßer. Bist du der Boss? Nein, du bist nicht der Boss. Der Boss ist schon wieder weiter weg. Hier unten irgendwo. Da hinten ist er. Ja, aber wenn jetzt hier die großen Wasserflächen sind, da kann ich ja nicht, ohne krank zu werden, durch. Och, ich wollte doch nur zum Händler. Leute. Ich lasse mich zu leicht ablenken. Zu leicht ablenken. Hier ist irgendwas Umgefallenes. Aber sonst nichts. Bist du der Boss da hinten? Wo ist mein Fernglas? Ja, Tosk, der Brutale.
Naja. Und der läuft da hinten gerade an Land. Das ist eigentlich die Gelegenheit, ihm brutal einen draufzugeben. Ich bin gespannt, welche Schadensart da die richtige ist. Und ob das einen Unterschied macht, wenn jetzt Axt besser wäre, also dieser Spaltschaden oder was auch immer das ist, Schnittschaden, oder ob der Hammer mehr Schaden macht. So, wir knüppeln ihm direkt einen rein. 60 minus. War also nicht so gut, diese Schadensart. 60 war auch wirklich nicht viel. So, 126 ist da schon wesentlich besser. Wir machen es nochmal mit einem kritischen Treffer versuchen. 30. Gar nicht getroffen. 30. 30. Ich mache gar keinen kritischen. Man kann offensichtlich gar keinen kritischen Schaden machen mit dem Hammer. Okay, das ist ja ein Ding. Ja, die werden aber ordentlich Fleisch dabei haben. Ordentlich Fleisch, nehme ich an. So, das war der Boss. War jetzt irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie antiklimatisch, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob das ein Wort ist. Anticlimactic. Auf Englisch gibt es das, aber. So, wir haben auf jeden Fall schön wieder Fell und allen möglichen Sums. So. Fell und Fleisch. Haben wir. Okay. So. Wieder jede Menge POIs sichtbar, aber wir wollen direkt zum nächsten Händler. Was ist das? Wer ist denn Ludivine St. Clair? Sorry, müssen wir jetzt auch irgendwie austesten. das war jetzt Nordosten, ne? Ja, genau. Da wahrscheinlich. Probieren wir aus. Oh, so ein Welttransmuter, wo man hoch, besonders hoch springen kann, wäre jetzt cool. Ach, hier sind wieder die Agro-Kängurus. Okay. Die lassen wir mal an die Seite, denn, also, lassen wir in Frieden, sagen wir mal so. Denn, ich hab, oder auch nicht. Oh, was ist das denn? Hippo. Du Schande. Zack. Zack. Ich wollte nichts Böses von dir, Hippo. Oder hat das Hippo vielleicht gar nicht mich angegriffen, sondern auch die Agro-Dinger hier? Ja, das Agro-Ding kriegt mehr Schaden. Das Ding kriegt wieder weniger Schaden. Zack. Zack. So. Hier ist ein großes Royal Rumble ausgebrochen. Ich weiß nicht genau, wer gegen wen kämpft, aber ich mach mit. Aber die haben so eine Rush-Attacke, ne? Ja. Tut mir sehr leid irgendwie, aber. Naja, stimmt eigentlich gar nicht so sehr. Tut mir nicht leid. Ja, keine Ausdauer mehr. Andy, kann ich mich auf dich verlassen, dass du das hier regelst? Das nervt so ein bisschen, dass das immer hier an mir vorbeiläuft. Und ich würde dann schon mal anfangen, das Fleisch zu holen. Können wir uns darauf irgendwie verständigen, Andy? Du schaffst das, ne? Schönen dicken Hammer rausholen und dann gib ihm. Weil ich kann das auch nicht liegen lassen, ne? Auch wenn es jetzt gerade nervt, das abbauen zu müssen. Da kommt schon das Hippo angeflogen. Vielleicht kann ich dem immer so im Vorbeiflug einen mitgeben mit dem Messerchen. So, ne. Ich hoffe, er klickt jetzt. So schwer das glaubbar ist, wenn man nur einen Linkstick machen muss, sich zu verklicken, aber ist ja auch interessant, wie der so irgendwie krumm und schief. Kann doch so schwer nicht sein jetzt, so. Es wäre auch sehr cool gewesen, wenn Annie auch zwischen Waffen wechseln würden. Und sei es nur, um ja auch dann mal eher vielleicht einen Baum abzuhacken oder einen Stein oder was. Aber auch selbst dafür wechselt sie nicht. Hier ist ja so ein Rätselding. Ich höre es schon wieder. Ja. Ich sehe aber nichts. Aber hier kann man eigentlich so. Ne, kann man nicht. Das wäre aber auch irgendwie eigentlich sinnvoll gewesen. Ach, jetzt muss ich wieder wechseln. Das ist. Also muss ich sagen, sorry, ist blöd. Ist einfach blöd. So, da nicht mehr Slots hat einfach. So, hier ist etwas. Nichts Interessantes. Ja, wo sind sie denn, diese Dinger, die man betätigen muss? Flum, flum, flum.
Hier ist jetzt aber auch nichts hochgegangen. Ich vermute schon wieder, ich übersehe was Offensichtliches. Kann man da hochspringen? Kann man hier hochspringen? Und dann hier hoch? Was sieht man da? Wir sehen, dass wir nichts sehen. Wir können uns auch leider nicht festhalten. Hä? Das ist aber jetzt irgendwie neu. Schon gibt es eine kleine. Ah, da oben passiert was. Ach so. Ah ja, okay, alles klar. Und wahrscheinlich hier irgendwo dann. Hallo, was ist hier? Oh. Ach Mensch, jetzt hänge ich hier fest irgendwie so. Da oben. Also ich vermute mal, ich muss schon wieder was durchwechseln. Ich muss das hier dafür benutzen. Aber ich habe, glaube ich, nie im Leben genug Stamina, um da. Ne, ich komme da gar nicht hoch. Vielleicht muss man da eine Weltenkarte spielen, dass man hochspringen kann. Gut, ich habe jetzt aber auch keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen, muss ich gestehen. Weil ich ja eigentlich eine Mission habe. Ich bin ja eigentlich ein Man on a Mission. Und zwar zu diesem Essenzhändler gehen wir jetzt. Weil das der nächste ist. Da, 500 Meter. Meter. Aber den Spinat. So viel Zeit muss sein. Moment, den kann man sowohl abernten als auch. Kommt dann vielleicht auch mehr raus, ich weiß es nicht. Das wollte ich gar nicht, aber das. Ich habe ja jetzt öfter auch gelesen in diesen Ladebildschirmen, dass man ja Dinge selber anbauen kann. Und das interessiert mich schon, ne? Also so ein bisschen Aufbau, also nicht Bau einer Hütte, sondern irgendwie so Anbau, das interessiert mich schon, muss ich sagen. Deswegen will ich ja auch eigentlich endlich mal neue Rezepte haben, dass ich endlich mal Gebäudeteile oder ja, Bautische oder was auch immer erschaffen kann, die mir eben diese neuen Rezepte geben. Da ist schon wieder irgendwelche neuen Viecher. Die sehen irgendwie raubtiermäßig aus. Da muss schon mal einen dicken Hammer raus, damit die gar nicht erst auf dumme Ideen kommen. Ich habe mein Fernglas wieder weggepackt, deswegen kann ich wieder nicht nachschauen, was das für Viecher sind. Aber das hier, diese Mineralien, die hier sind, das sind alles 40er. Mal eben reingucken, was das ist. Schiefer. Aha. Okay. Nehmen wir eine Portion hier mit. Also ein so ein abbaubares Dingsda-Bumster. Nicht genug Ausdauer, natürlich nicht. Soll es auch anders sein. Und gehen dann weiter. Da hinten kommen POIs. Ich würde ja gerne welche machen, glaube ich, noch, weil ich. Obwohl, nee, 170 Essenzen dürften. War das ein Angriff oder fliehen die vor irgendwas? Das war, glaube ich, kein Angriff. 170 Essenzen dürften reichen, um alles zu kaufen, was wir kaufen müssen. Hier ist ja so ein Hippo. Ist irgendwie drollig. Also. In der. Obwohl, das stimmt gar nicht. In der. Ich hatte gerade überlegt, ob in der Waldwelt weniger Tierarten zu finden sind als in den anderen. Was ist das? Ein Ding. Das kann man einsammeln, oder? Nee, kann man nicht. Töten kann man alles, im Zweifel. Aha. Schön, ne, dass man einfach alles, was man so nicht kennt, erstmal umbringt. Pflanzenfasern und Stöcke hatte ich das nur dabei. Okay, sorry. Dafür hat es sich nicht gelohnt, dieses kleine unschuldige Wesen. Von denen gibt es noch mehr hier. Hier gibt es auch weniger kleine und weniger unschuldige Wesen. Ja, tschüss. Aha. Alle sind sehr beschäftigt, aber mit mir hat. Ah, doch, okay. Ich wollte gerade sagen, mit mir hat es nichts zu tun, aber doch, jetzt hat das mit mir zu tun. Ich merke, dass es relativ schwer ist, mit dem Hammer einen kritischen Schaden zu machen. Treffer. Wenn nicht sogar irgendwie unmöglich. Also, dass ich bis jetzt noch keinen gemacht habe, erscheint mir irgendwie unwahrscheinlich. Aber die Reichweite ist gut, muss man sagen. Und der Schaden ist auch ohne kritische Treffer gut. Da, es hat geplinkt, so wie ein kritischer Treffer plingen würde bei denen. Aber mehr Schaden hat es nicht gemacht. Das müssen wir noch einmal.
Und sind alle tot gerade. Geht's dir gut, Annie? Nicht so wirklich, ne? Warte, jetzt geht's wieder. So, ich glaube, das war hier so eine Belagerung, oder wie das heißt, die wir jetzt gerade gelöst haben. Zack, 23 Infusion der Nymphe. Okay. Hört sich gut an. So, mal einmal umgucken. Da hinten ist der Essenzhändler. Ich hätte auch schon mal überlegt, wenn man sich einen Unterschlupf baut, wo so NPCs rumlaufen. Also gestern hatten wir ja, oder in der letzten Folge hatten wir ja, so einen Spot, den wir verteidigen mussten, wo zwei sogar rumliefen. Und wenn man jetzt daneben seine Hütte bauen würde, würden die dann quasi mithelfen, die zu verteidigen? Ja. Also würden die dann für immer da bleiben? Man hätte dann so ein bisschen die Illusion einer belebten Siedlung. Wisst ihr, was ich meine? Das wäre doch irgendwie witzig. Da geht's raus. Ich finde das schön. Vielleicht so ein Essenzhändler noch dabei. Und dann habe ich mich gefragt, was macht Annie eigentlich, wenn ich ihr jetzt sagen würde, du kannst nach Hause gehen? Bleibt sie immer genau da stehen, wo man sie, das alles Sachen, die ich mal off-cam ausprobieren kann? Ob die wohl genau da stehen bleibt, wo man sie dann lässt, quasi. Oder ob sie wieder dahin zurückkehrt, wo man sie ursprünglich mal geholt hat. Wobei das eigentlich gar nicht sein kann, weil diese Welten ja randomly generiert werden und sich auch resetten können, wenn man lange Zeit nicht da ist. Also, oder man, nee, man muss es selber machen, so am Portal. Jetzt ist Annie meine Heimatwelt. Da kommt sie her. Da dürfte das also gar nicht passieren. Was ist das denn? Rubin, okay. Aber wenn ich das mit Ray und Ross von gestern gemacht hätte, wie wäre das dann gewesen? Ich sage mal gestern, das stimmt aber eventuell gar nicht. Also in der letzten Folge. Was ist das hier? Auch nur Pflanzenfaser. Die können ja dann gar nicht zurückkehren, oder verschwinden die dann? Oder bleiben die, wie gesagt, da stehen, so mehr oder weniger, wo man sie verlässt? Das würde ja bedeuten, jetzt wisst ihr auch, worauf ich hinaus will wahrscheinlich schon, kann man die irgendwie sammeln in der eigenen Basis und hat dann da Leute rumstehen, rumlaufen, was auch immer. Ich werde krank hier, das ist nicht so gut. Welcher Idiot baut denn hier seinen Shop auf? Ich möchte nicht krank werden. Hallo, spring da raus. Zu spät, ich bin krank. Super, super. Krankheit, sie erleiden pro Sekunde Schaden. Fauliges, morastiges Wasser verhetzt ihre Haut. Achso, jetzt geht Krankheit wieder weg, weil ich jetzt hier auf dem Stein stehe. Echt? Und du stehst da einfach rum, du Trottel? Pass auf, das kann ich so nicht stehen lassen. Wir bauen uns einfach mal hier ein Fundament hin. Aber wir haben kein Holz und keine Stöcke. Aber wir haben gerade Steine eingesammelt, mehr oder weniger aus Versehen. Steinblock 6 haben wir. Geht das? Kann ich das jetzt einfach? Nee, kann ich nicht. Kann man nicht ins Wasser bauen, das ist bedauerlich. Aber ich kann es hier irgendwie so etwas verkrüppelt. Oh, ne, so hoch soll es eigentlich nicht. Schade. Da geht's. Wieso nur da? Warum hier nicht? Wahrscheinlich, weil das zu nah an dem Wagen ist, wa? Das ist so ein Art Hotspot. Kann ich denn da bei dem Wagen auf die Treppe? Ja, das geht. So, Michael, dann zeig mal. Regeneration. Ja, die habe ich doch schon. Die habe ich doch schon. Also apropos, die habe ich schon. Genau, es ist ein guter Augenblick, die mal zu zaubern, ne? Das ist doch die Regeneration. Ach so. Nee. Es kann sein, dass ich die hatte, aber nicht als Rezept. Wir gucken mal eben weiter. Infusion, Hinterhalt, Weltenkarten brauchen wir nicht. Kochen, Hartkekserweiterungen haben wir alles in Besitz. Also der hat hier anscheinend nicht. Doch, der Alchemiekessel, den wollten wir haben. So, okay, dann nehmen wir nehmen alles mit hier. So jung kommen wir ja nicht mehr hier hin. Ob wir es brauchen oder nicht. Ich habe ja nun mittlerweile gelernt, dass das eigentlich die primäre Art und Weise ist, dass man sich selbst verbessert. Und da gibt es auch keinen Grund, warum man das nicht mitnehmen sollte. Die Frage, die sich mir stellt, ist, hier ist wieder so ein Boss. Da unten, oh, also Ewigkeiten weit weg ist der andere Essenzhändler. Aber da gehen wir auch noch hin, oder? Wenn wir schon mal hier sind. Oder.
Noch besser, wir machen den Fey-Turm und dann haben wir den auch hier gemacht in der Sumpfwelt. Hallo, kann ich da nicht? Doch, kann ich. Fey-Turm, dann haben wir auch so ein paar Hotspots noch aufgedeckt in der Nähe, die wir eigentlich nicht brauchen. Wir waren nicht bei Ludivine St. Clair, oder? Ich wollte das irgendwie, ich habe es nicht gemacht. Oder? Nee, ne? Wir gehen hier hin, alles klar. eigentlich, ja, kein Problem, ne? Die Sachen sich anzugucken. Was mich hier allerdings an der Sumpfwelt jetzt unendlich viel nervt, ist das Wasser. Nicht nur, weil man krank wird, sondern auch, weil man langsam wird beim Durchlaufen. Das nervt mich eigentlich gerade. Hey, wieso bin ich denn jetzt schon krank, obwohl das Krankheitsding noch gar nicht voll war? Das muss wohl nur halb voll werden, ne? Uncool. Wirklich, wirklich uncool. Da müssen wir uns mal einmal abwarten, bis es wieder ein bisschen weg ist. Hier habe ich irgendwas verpasst, ne? Ich habe irgendwie so eine tolle Essenz habe ich nicht gefunden. Gut, aber brauchen wir auch irgendwie nicht so richtig gerade im Augenblick, meine ich. Naja. So, mal wieder was futtern. Während wir im sumpfigen Morast stehen, futtern wir was. Lecker. Hier sind wieder diese kleinen... Oh, was ist das denn da? Was ist das denn? Boah, 230. Okay, krass. Krass. 230. Da hat man noch einiges zu tun, ne? Wenn ich überlege, dass ich jetzt gerade bei 40 bin und ja jetzt ja schon auch ein paar Stunden spiele. Da gibt es noch so einiges zu erledigen. Hier ist der Happy Hippo. Die gab es in meiner Kindheit im Überraschungsei. Alles klar. Ich will eigentlich gar nicht kämpfen. Lass gut sein. Das ist mir zu nervig. Nicht, dass ich das Zeug nicht gebrauchen könnte, was du vielleicht fallen lässt, aber dieses Hin- und Hergerenne ist mir einfach zu nervig. Diese Viecher laufen weg. Ich hatte gedacht, das wären Prädatoren, aber es sind anscheinend quasi die Hirsche, die hier leben. Die Rehe. So. Die Rehe des Sumpfes. Klingt irgendwie poetischer, als es eigentlich ist. Ja, gut. Ich gucke mal so ein bisschen, ob man irgendwie auch neben dem Wasser herlaufen könnte, aber irgendwie bietet es sich dann irgendwie doch manchmal nicht an. Wir gucken uns diese Ruine mal eben an. Ja, mit dem Hammer bin ich noch nicht so von überzeugt. Ich bin jetzt auch ein bisschen verwirrt darüber, dass der Hammer so überhaupt gar keine kritischen Treffer gemacht hat. Ne? Das fand ich irgendwie komisch jetzt. Aber ich meine, gut, er macht natürlich Hammer, haha, hammermäßigen Schaden. Und er lässt die Leute auch durch die Gegend purzeln, auch wenn er nicht kritisch trifft. Obwohl ich ja definitiv die Köpfe treffe, ne? So ist ja nicht. Jetzt mal eben nochmal Vergleich vom Schaden her. 99 ist wesentlich weniger, 84 wesentlich weniger. Also auch ziemlich genau da. Also selbst der kritische Schaden hier bei der Axt war jetzt nicht höher als der normale Treffer mit dem Hammer. Ja gut, dann ist der Hammer doch besser. Okay. Infusion der Spinnenseide. Okay. Ja gut, ich sag mal, hört sich jetzt nicht super interessant an, aber was man hat, hat man. Oh je. Kiste, jawohl. Jägerkarte. Schubs, dann vorbeigerannt. Hier geht's wieder raus. Ich glaube, selbst wenn hier noch irgendwo was ist. Naja, gut. Also, Kisten können wir schon mitnehmen, ne? Die können wir uns auch aufmachen, okay. Talisman, okay. Gibt es eigentlich einen Button, wenn ich drücke mal F, so, um alles zu nehmen, oder E, aber es passiert nichts. Ich muss wirklich mit der Maus da draufklicken. Ne? Das wird sicherlich auch nochmal geändert. Ich werde nicht der Einzige sein, den das nervt. Glaube ich. Glaube ich ganz fest dran. So, okay, alles klar. Ich glaube, hier haben wir alles. Wir müssen dahin. So, können wir mal ganz nach oben gehen. Aber hier ist auch nichts mehr. Okay. Also ich hatte ja, als wir im Rahmen des Tutorials im Sumpf waren, eigentlich war ich so überrascht davon, wie wenig feucht der Sumpf mir erschien. Und es war irgendwie ganz cool, dann da zu sein. Aber jetzt sehe ich das ganz anders. Also ich kann es nicht erwarten, hier wieder rauszukommen. Zack. Zack. Tschüss. Weil die Feuchtigkeit von oben und von unten, das nervt schon gewaltig. Und ich habe zwischenzeitlich mal drüber nachgedacht,
Was es wohl sonst noch so geben wird an. Moment, was ist jetzt hier der Turm? Ach nee, wir wollten ja gar nicht den Turm, wir wollten ja Ludwig Sinclair, da ist er, sprechen. Was es wohl noch so geben wird. Eiswelten werden bestimmt noch kommen, nehme ich mal an. Vielleicht so Steppenwelten oder so. Könnte ich mir alles vorstellen. Hallo! Ludwin. Ludivin. Oh, gesegnet sei ihr schlagendes Herz, Weltenwandler. Ich bedauere, dass ihr mitten in diesen hässlichen Schlamassel hineingeraten sind. Doch ich bin dankbar, dass hier endlich jemand auftaucht. Wie schrecklich, was peinigt diese arme Seele. Diese tapfere Seele taumelt zwischen zwei Welten. Ein Fluch plagt sie und verwandelt ihren Körper in eine gebrechliche Höhle. Redet sie jetzt über sich selbst? Auch meine anderen Weggefährten sind allesamt verflucht. Sie verwelken innerhalb von Tagen wie Blumen. Keinen Moment bin ich von ihrer Seite gewichen. Und vor ihnen war niemand hier bei uns. Was ist passiert? Ich habe nur Zeit für die Kurzfassung. Meine Weggefährten und ich stolperten über ehemalige Pharaoen, als das schlimmste Gefahr geschah. Wir hatten keine Wahl und mussten fliehen. Wir mussten den Großteil unserer Vorräte im Schlamm zurücklassen. Couillons, die wir waren. Couillons. Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, dass sie mir nicht alles verraten. Wenn mein Freund hier Zeit für eine Märchenstunde hätte, würde ich das Garn für sie weiterspinnen. Aber wie Sie sehen, pressieren gerade andere Angelegenheiten. Achso, hier liegt noch irgendwo einer, den ich übersehen habe. Okay, ich bin weder medizinisch noch theologisch bewandert, doch wenn Sie es sagen, werde ich Ihnen zur Hand gehen. Ist das möglich? Ja. Das Omen hat Ihre Ankunft vorhergesehen. Ich hätte Sie schon bei Ihrer Ankunft als das erkennen müssen, was Sie sind. Nun, ich versichere Ihnen, dass ich fähiger bin, als ich aussehe. Es ist nicht schwer sogar. Vor all diesen Schwierigkeiten haben die Loa, sie würden sie als Geister bezeichnen, in meinem Fiebertraum prophezeit, dass ein Reisender unseren Weg kreuzen würde. Ihr geleitendes Flüstern sagte, ein verehrter Wanderer wird die Wunden heilen. Füllt sein Hirn mit einendem Fleische. Dann bin ich also ein verehrter Wanderer, stimmt doch auch. Wir sollten uns über eine Brechung des Fluchs Gedanken machen, ehe wir Traumrätsel lösen. Dann ist es beschlossen. Helfen Sie uns jetzt, dann werde ich alles mir Mögliche tun, um Sie auf Ihrem Pfad zu geleiten, wohin er auch führen mag. Aha. Das Wichtigste zuerst. Diese Weltenwanderer müssen wir unbedingt geheilt werden. Ich war nicht in der Lage, nach den Zutaten für das Elixier zu suchen. Wenn dieser Weltenwanderer hier nicht bald etwas Stärkeres bekommt als diese Tränke, dann erwarten ihn die ewigen Jagdgründe. Ich werde Arzneien herstellen, soweit es mir möglich ist. Dann gehen Sie. Ich bin Ihnen zu ewigem Dank verpflichtet, Wanderer. Gab es jemals Not und Eile, dann hier und jetzt. Ich werde Sie erwarten. Ich bin übrigens Ludivin, falls Sie nach mir rufen wollen. Ich werde mit den Arzneien zurückkehren. Quest. Leichter Medizintrank nehmen. Leichter Medizintrank. Ist das ein Heiltrank oder ist ein Medizintrank? Weil ich habe leichte Heiltränke ohne Ende hier. Und was meint er jetzt mit nehmen? Und wo sind überhaupt die Leute? Hier in den Zelten? Achso, die haben so einfach hier die Zelte zugemacht und dann gesagt, hier, stell dir vor, dass da welche drin liegen, oder wie? Kann man da reingucken? Ja, die sind auch noch so aufgebaut, dass die Öffnungen so schwer zu erreichen sind. Das ist ja alles ein bisschen billig, ne? Irgendwie. Kann es denn so schwer sein, hier so ein Charaktermodell auf den Boden zu legen? Ja, was meinen die mit leichter Medizintrank nehmen? Müssen wir jetzt mal eben. Sie erlangen leichte Heiltränke, indem sie diese in einem Alchemiekessel herstellen. Achso, und das ist das, was ich dafür kriege. Regenerationsverzauberung habe ich gerade gekauft. Haha. Zwei Infusionen, Farbe. Fell. Ja, okay. Ist alles relativ uninteressant. Aber hier, das Icon ist anders als, als der Heiltrank. Vielleicht macht das Krankheit weg. Haben die hier einen Alchemiekessel? Kann ich das direkt ausprobieren? Ich frage mich auch, ist die Frau dann immer hier zu finden in diesen Welten, auch wenn ich das jetzt hier resette und irgendwann ganz neu mache? Ist sie dann trotzdem hier? Keine Ahnung. Aber gut, Quest, okay, wir haben noch keinen Alchemiekessel, den bauen wir jetzt demnächst, wenn wir in der Basis sind. Aber das verfolge ich jetzt hier nicht, ne? Ich hatte jetzt auch irgendwie mehr erhofft als irgendwelche random Sachen, die sie mir dann einfach gibt. Zumal ich die ja schon jetzt gekauft habe, teilweise Regenerationsgeschichte und so. Naja. Kann ich immer alles haben. So, was war, wo kamen wir jetzt drauf zu? Was ist das hier? Ist das der Fey-Turm? Womöglich. Hier ist auch noch eine Bastille der Intelligenz, des Intellekts, wie auch immer. Aber nee, wir machen den Turm. Da sind ja nur Gebundene drin.
Hießen die so? Ja, ne? Gebundene. Gebundenen Borsten, ja, die hießen so. Ach, ist ja schön, immer auf den Berg zu kommen, mal weg von dem ewigen Wasser da unten. So, das muss es sein, ne? Oder sieht irgendwie so sehr ähnlich aus, was wir hier haben. Ne, das ist es auch nicht. Hä? Was ist das denn hier wohl? Das ist auch so ein Riesending. Ist das nicht genau die Art von Konstrukt? Ja, wir gehen mal rein. Hatte ich eigentlich nicht vor, aber machen wir trotzdem. Irgendwo muss es hier auch einen Eingang geben. Gehe ich mal jedenfalls von aus. Haben wir schon gehört, dass da drin was gespawnt ist? Eingang. Hallo. Oh, ach nee. Moment. Ich glaube, ich weiß, was hier Sache ist, ne? Ist das wieder so ein Ding, wo wir hier. Nee, ist es nicht. Knöpfchen drücken. Knöpfchen drücken kann ich. Jetzt kommen böse Monster. Ja, Monster erschlagen ist besser als diese komischen Dinger zu suchen, die man in der richtigen Reihenfolge. Aua, aua. Zack. 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 Der Plan ist, mit dem Hammer, weil ich ja auch die Kraft erhöht habe. Kraft ist das, was die Gegner taumeln lässt. Die direkt von vornherein so taumeln zu lassen, dass sie gar nicht mehr da rauskommen. Auch diese nervigen Schwertkämpfer. Wisst ihr, wie ich meine? So, ich bin bereit für die nächste Welle übrigens, ne? Ich will jetzt nicht drängeln oder so, aber ich wäre soweit. Ich wäre soweit. Ich habe da oben irgendwie aus irgendwelchen Gründen meinen Ping und meine FPS angezeigen. Also, was habe ich anscheinend gedrückt? Da muss ich nochmal. Aua, aua, aua. Da muss ich nochmal nachher mal schauen, wie ich das wieder wegkriege. Aber jetzt nicht im Kampf hier. So. Zack. 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 Ja, manchmal diese Bomben würde ich mir manchmal auch wünschen. Oh, habe ich da gerade zwei mitgetroffen sogar? Das wäre ziemlich cool. Zack, da fliegt er durch die Gegend, der Kollege. Schön. Da oben ist irgendwo einer. Ach. Ich hatte gedacht, wenn ich ganz schnell durchgehe, dann kriege ich keinen Schaden. Aber das war nicht so. Schwarzpulver. Aha, da müssen wir nachher mal nach ganz oben laufen. Aber jetzt müssen wir erstmal wieder warten, bis die nächste Welle kommt. Da kommt man vielleicht hoch. Da ist was zum Durchbrechen. Na kommt. Ich will nicht drängeln, aber ich wäre dann auch so weit. Aha. Machen wir so. Zack. Zack. Die lösen die Fallen nicht aus, ne? Boah, das sind aber viele. Und man kann, ich weiß gar nicht, mehrere treffen, sieht eigentlich doch nicht so aus. Ich glaube, das war wahrscheinlich gerade Annie, die das gemacht hat. Aber jeder, den ich treffe, egal wie ich ihn treffe, purzelt durch die Gegend. Das ist echt gut, ne? Crowd Control und hammermäßiger Schaden in einem. Um jetzt mal in MMO-RPG-Sprache zu reden. Kann man eigentlich hier drüber springen? Hup. Sieht gut aus. Zack. Bleib hier. So. So. Nee. Kannst gleich liegen bleiben, Freund. Liegen bleiben. So. Ich höre aber noch irgendeine Knurre. Bin mir nicht sicher, ob. Ah, fertig. Fertig. Falle wieder. So, haben wir Blutmondkarte. Schön. Ich glaube, das Rezept dafür hatten wir noch nicht. Ja, was eine schöne Sache ist. So, jetzt gucken wir mal, ob wir da hochkommen da hinten. Indem wir hier rüber springen. Da hoch. Klettern. Hier hochklettern. Hier hochspringen. Hier entlang laufen. Darüber springen. Das wird anstrengend. Jetzt bin ich auch noch verletzt. Oh nein. Ich wollte eigentlich da oben hin, weil das, also wenn es menschengemacht wäre, da wäre dahinter was Tolles, ne? Wenn man hier einmal ganz, komm, wir versuchen es noch einmal.
wenn man dafür ganz rumklettern muss. Da es aber ja auch vielleicht prozedural generiert ist, alles, bin ich mir natürlich nicht sicher, ob da was Tolles auf mich wartet. Jetzt bin ich auch noch verletzt, obwohl ich eigentlich nicht großartig anders agiere jetzt. Obwohl doch, ja, obwohl weniger weit springen ist vielleicht jetzt gar nicht so schlecht. Überlege ich gerade mal. So. Einmal versuchen wir es noch. Wenn es nicht klappt, dann brechen wir uns den anderen Fuß auch noch und dann ist gut. Ich mache mal einmal ganz kurz, versuche ich mal oben mal einen kleinen Cut, um das Ping und FPS da oben wegzukriegen. Okay, der Cut war ungefähr eine Sekunde lang, es war F3. Ich hatte schon den Verdacht, weil ich nämlich mit F4 und F5 ein paar. Ja, das war wieder ein bisschen dumm gesprungen. Egal. Oh, jetzt ist der. Oh Gott, jetzt ist der. Jetzt haben wir ein gebrochenes Bein. Ups. Schlecht. Gebrochenes Bein. Jetzt sind wir wirklich, wirklich langsam auch. Oh nee. Kannst du sowas mir nicht antun hier? Wir versuchen es mal mit einer Heilsalbe. Ich glaube, die bringt nichts, aber wir versuchen es mal. Um die zu craften, brauchen wir eine Feuerstelle. Ich bin mal gespannt, ob wir die hier bauen können, hier drinnen. Das müsste herstellen, Grundlagen und reparieren sein. Da ist das Lagerfeuer. Wir brauchen dafür Steine. Das können wir sogar hier drinnen platzieren, tatsächlich. Bumm. So, Steine. Annie, würdest du so freundlich sein, diese Steine da zu bringen? 6 brauchen wir, ne? Haben wir. Können wir das hier abernten? Nein. Pflanzenfasern wäre jetzt zu schön gewesen. Wenn doch Annie ihren alten Hass auf. So, machen wir gleich mal 5. Kloppen dann noch Brennstoff rein. Anzünden. Und können es nicht herstellen. Warum nicht? Das Feuerchen brennt lustig. Healing Salve. Wahrscheinlich habe ich jetzt die Borsten benutzt, die ich für die Herstellung reserviert hatte, zum Feuer anzünden. Naja. Ich bin gespannt, ob die überhaupt was bringen, da bin ich mir gar nicht sicher. Aber ich meine, ich hätte sowas gelesen. Irgendwann mal, vielleicht, eventuell. Zack. Ja, funktioniert. Ja, selbst ist der Mann mal eben hier ein Lagerfeuer. Komm, wir machen auch das Feuer aus. Wir wollen ja, Sicherheit ist wichtig. Ach, wir nehmen noch. Nee, anzünden wollen wir nicht. Ich wollte eigentlich. Wie kann ich den jetzt? So. Das sind nämlich gebundenen Borsten. Die sind nämlich besser als normale Pflanzenfasern. Deswegen nehmen wir die wieder mit. Ich bin ja nicht blöd. Doch schon ein bisschen. Hätte ich von vornherein andere Borsten reinsetzen können. Oder von vornherein vielleicht besser vermeiden können, überhaupt erst mir die Beine zu brechen. Und vielleicht hätte ich auch ein Nickerchen machen sollen da. Ne? Das wäre auch nicht so blöd gewesen, glaube ich. Checken. Ah, ne, das kennen wir schon. Da wüsste ich auch, naja. Gut, es gäbe wahrscheinlich einen Weg darüber, dahin, aber ehrlich gesagt, für so ein paar Klamotten, die da drin sind, lohnt sich das meiner Meinung nach nicht. Ach, so. Also, diese Unterteilung in linke Hand und rechte Hand oder Main Hand, Off Hand, die macht irgendwie so gar keinen Sinn, weil ich ja trotzdem jetzt unten beispielsweise die 8 drücken muss, um das Fleisch dann nutzen zu können. Muss ich sowieso draufdrücken. Wenn ich jetzt die Healing Salve haben wollen würde, ich kann es auch nicht mit dem Mausrädchen machen, weil er nur die Main Hand damit durchswitcht, wie ihr jetzt gerade seht. Das heißt, ich muss die 7 drücken, wenn ich jetzt die Salbe haben will. Warum also überhaupt erst da einen Unterschied machen? Ich bin falsch gelaufen, ich Trottel. Entschuldigung. So, wir müssen in die Richtung. Warum da überhaupt erst einen Unterschied machen? Das verstehe ich nicht. Ganz ehrlich nicht. Aber mir fällt gerade ein, können wir schneller sein, wenn wir so machen? Aber sowas von. Haha. Da kann man so übers Wasser gleiten mit quasi. Gut, verballert auch die Ausdauer, aber ist ja nicht schlimm. Also durch tiefes Wasser, tieferes Wasser springen wir. Ich glaube, es gibt gar kein tiefes Wasser. Wobei, irgendwas muss ja passieren, wenn ich in meinem Heimatbiom einfach mal ins Meer latsche. Ertrinkt man dann? Kommt dann der Kraken? Ist der Kraken ein realistisches Szenario hier bei diesem Spiel? Passt das ins Gastland Fantasy Setting? Gab es bei 20.000 Meilen unter dem Meer, was ich so in dieses Gastland Setting
packen würde, ne? Nautilus oder wie es hieß, ne? Gab es da einen Kraken? Bestimmt. So, hier ist der Turm. Hat das gar nicht so lange gedauert, weil hier gar nicht so viel Wasser ist. Hammer raus. Ich sage, dass das sieht so ein bisschen so aus wie so wie Baumwolle oder so, ne? Wir machen mal einmal. Ne, sind einfach nur ganz normale primitive Pflanzenfasern ohne irgendwas. Auch nicht irgendwie extra Sumpffasern oder so. Was macht hier so Geräusche? Oh, das sieht aber auch interessant aus da. Naja, jetzt nicht. Wir machen jetzt den Turm, damit wir die Hotspots sehen. Und dann war, glaube ich, eigentlich ja noch offen, den letzten Händler hier zu besuchen. Ne? Ich habe mich schon wieder so exzellent selbst abgelenkt. Wie viel Pech kann man eigentlich haben auf der Suche nach dem Eingang? Ich bin von da gekommen und bin jetzt einmal ganz normal rumgelaufen. Habe ich den Eingang vorne übersehen? Ich glaube. Von da bin ich gekommen, ne? Oder nee, von da bin ich gekommen. Naja. Wieso habe ich eigentlich keine Heiltränke hier? Achso, weil ich die immer abgelegt habe, um zu gucken, ob ich die irgendwie. So, hi. Na ihr? Zack. Zack. Bumm. Ja, also entbehrt muss man dann auch sagen, da ich ja auch nicht mehr zielen muss auf den Kopf, entbehrt jeglicher Finesse. Der ganze Kampf hier, ne? So, hier der absolut identische Aufbau wieder zu denen, die wir schon kennen. Extrem bedauerlich, ist ein zentrales Spielelement, um hier die Karte aufzudecken und Sachen zu machen. Wäre es so schwierig gewesen, zumindest mal diese Dinger hier vielleicht mal anders aufzubauen, wäre das ja so schwierig gewesen? Weiß ich nicht, glaube ich nicht. Also, naja. Es ist halt noch ein Early Access. Ist mir völlig klar, ne? Aber es hat halt auch harte Konkurrenz, das Spiel. Es ist ein so ein Survival-Spiel, klar, mit einem ganz eigenen Twist. Ganz klar. Es ist trotzdem ein Survival-Spiel. Genau wie Palworld und Enshrouded, die beide dieses Jahr schon rauskamen. Die auch jeweils ihre eigenen Twists hatten, die aber beide jetzt so ein Vorabfazit vielleicht, irgendwie schon kompletter wirkten. Oder vielleicht besser, ich weiß auch nicht, ja, besser ausgedacht so. Ich kann es nicht so richtig beschreiben, was ich damit meine. Ach, dieser Kern wieder. Ach, keine Ausdauer. Ich muss eigentlich. Oh shit. Annie! Danke. Heiltrank mal reinpfeifen. Muss sie nur einmal treffen, dann ist er nämlich, genau, out of order quasi. So. Du stehst auch nicht mehr auf. Ja, gerade jetzt, das war jetzt ein quick and dirty, eine Kritik am Spiel. Jetzt nicht wirklich gut durchdacht. Hier ist der Transmuter. Der Lotus, den haben wir übrigens mitgebracht, weil ich ja den Feenring craften wollte eventuell. Hier haben wir den mitgebracht schon. Aber weswegen ich ja hier bin oder war. Also gut aussehen tut schon, ne? Das sieht schon cool aus, muss ich sagen. Wirklich cool aus. Von hier oben da übers Land blicken zu können, das macht schon was her, muss man sagen. Absolut. Wir machen mal einmal hier Folgendes. Wir machen mal alles, packen alles weg, machen mal das Head-Up-Display aus. Schon wieder F3 gedrückt, aus Versehen. F4 ist nämlich Head-Up-Display ausmachen. Sieht schon echt gut aus. Also muss man sagen. Richtig atmosphärisch. So mit dem Sonneneinstrahlung und so. Also, ja, da kann man überhaupt nicht meckern. So, hier nochmal gucken. Schön. Aber wir haben zu tun. Und zwar haben wir zu tun. Also jetzt müssen wir User Interface wieder einschalten, sonst sehe ich die Karte nicht mehr. Wir haben zu tun. War der nicht rechts unten hier, dieser eine Händler, den ich noch gesucht habe? Den ich besuchen wollte? Hier wahrscheinlich, ne? Genau. Wir machen hier wieder was hin. Das machen wir weg.
Wir müssen in diese Richtung. Oh, da kommen wir direkt an dieser Geschichte da vorbei. Das machen wir auch. So, Zeit für den Schirm. Jawohl. Ah. Oh, das Stamina geht sehr schnell weg. Oh, das war hart, aber es ging. Alles klar. Ich frage mich, es gibt ja diese Ausdauereffizienzgeschichten, wenn ich die in den Regenschirm einbaue. Wer brauche ich dann auch beim Fliegen weniger Dingsda-Bumster? Ihr wisst, was ich meine. Oh, das Notizbuch von Nelly Bly, aber ich glaube, ich stehe in krankmachendem Wasser. Nee, tue ich nicht. Okay, naja. Ach, da, schau her. Die wohnen hier und die wollen was ausgebaut haben. Und ich gehe mal davon aus, sie wollen nicht nur das hier ausgebaut haben. Zack. Rekrutierbar. Myra. Auch wieder eine Druidin. Ach, die ist jetzt schon rekrutierbar. Wollte der nicht mehr haben, als das da aufgebaut haben? Ist das schon die ganze Aufgabe gewesen? Ach nein. Verteidigung des Extraktionsgeräts. Machen wir, komm. So, wo ist das Teil, was wir verteidigen müssen? Das war doch, ist das wieder so ein Gerät, was irgendwie aufschneidet oder so? Was ist denn hier? Ja, allen Ernstes ist hier so ein Ding, wo noch nicht mal das Boden drunter ist. Habt ihr euch das gut überlegt? Oh. So, weg. Nee, ich muss da runter. Ich muss den Leuten helfen. Achso, den muss ich gar nicht. Die machen nämlich einfach gar nichts. So. Ach, er wieder. Nee, nee, nee. Wäre es blöd, wenn ich daneben haue, ne? Oder wenn ich hier die komischen Säulen eher treffe. So. Ich muss wirklich langsam schlafen. Macht es euch was aus, wenn ich ganz kurz einen Schlafsack baue? Ich möchte nicht abgelenkt erscheinen, aber ne, ich mach mal eben hier so. Schupsi. Zack. Ja, natürlich haben wir keine Stöcke. Ist klar. Auch hier sind die Gegner auch direkt, okay. So. Ach, jetzt kommt schon. Zack. 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 So. Ich will gar nicht reden, sorry. Oh, jetzt wurde es aber gerade. Achso, es ist Nacht geworden, alles klar. Ich dachte, das hätte jetzt schon hier irgendwie questmäßig was zu bedeuten. Jetzt kommt der Oberhammer-Boss, den wir noch gar nicht kennen. Aber ist nicht so. Aber das Hippo, die Hippos kommen. Die Hippos kommen. Das ist aber jetzt ablenkend. Aber ich befürchte, wir müssen die machen. Ist ja voll dämlich. So, ich habe auch mittlerweile kaum noch Stamina, weil ich. Da hinten ist noch so ein Ding. Ich brauche Stöcke jetzt mal eben irgendwie schnell irgendwo her. Hier, da kriege ich doch aus den Dingern hier, aus den Pflanzenfasern, kriege ich doch eventuell Stöcke, ne? Natürlich nicht. Nein, kriege ich nicht Stöcke. Da kriege ich wirklich nur Pflanzenfasern raus. Komm, irgendwo müssen noch welche rumliegen, ey. Aber hier, aus den Dingern Stöcke. Zwei. Reichen sie die? Ich weiß es nicht. Pflanzenfasern. Ich habe mittlerweile so wenig Stamina, dass ich nur einmal zuhauen kann mit meiner Sense. Und dann war es das. So, das waren jetzt noch mehr Stöcke. Wir rennen zurück. Ah, vielleicht sind die mir gefolgt und haben deswegen nicht da diese Quest. Die fighten noch da? Ich mache ein kleines Nickerchen während des Fights, ne? Ist auch kein Problem, oder? So. Nee, lange. Ich wollte keine lange. Ist das wohl. Ist der Kampf jetzt wohl um? Das mache ich alles aus Bug-Testing. Nee, das ist noch. Hier ist alles noch zugange hier. Okay, ob das wohl noch gilt. Ich weiß es nicht. So. Okay. Ich weiß ja auch nicht, wo das Gerät steht. Kann man hier hochklettern? Ja. So. Das sollte eigentlich mit einem Hammer durchschlagbar sein, dieses Ding hier. Das wäre irgendwie ziemlich sinnvoll. What the hell? Ach, das sind die Viecher aus dem Intro. Was ist denn jetzt passiert?
Oh, die kriegen aber ganz wenig Schaden. Schon besser. Ja. Geh weg. Oh Gott, oh Gott. Heiltrank reinpfeifen. Genau, es gab nämlich so eine Anfangssequenz. Hä? Oh, geschafft. Ja gut. So eine Anfangssequenz, da kamen die drin vor. Sah ziemlich übel aus. So. Harpien sind das nämlich, genau. Machen wir es auch mal eben hier. Es kommt noch eine. Boah, die sind ja ekelhaft. Heiltrank reinpfeifen. Okay. Ekelhaft. Da muss ich meinen Schirm rausholen vor lauter Schreck. So. Und da hinten kann man wieder Leute rekrutieren, glaube ich, ne? Ja. So, das haben wir aber gelöst hier, glaube ich. Es könnte es sein, dass noch irgendwo vielleicht eine Kiste hier in diesem relativ verzweigten Gebäude liegt. Das hier finde ich unendlich merkwürdig. Also, ne? Da kann man eventuell durch. Wir hauen es mal kaputt, um mal zu gucken, ob da irgendwo eine Kiste sichtbar ist. Hm, sieht nicht so aus. Nö. Wir können hier noch höher. Ich habe da unten schon wieder Kämpfe gehört. Da ist noch so eine Harpie. Das ist mir aber jetzt egal. Oh, hier ist nämlich noch was. Hoffnungsecho, danke. Nehmen wir auch mit. Hier war der Extraktor. Okay, hier oben. Alles klar. Ja gut, das hätten die Monster wahrscheinlich auch niemals gefunden hier oben. Ne? Mal ganz real gesprochen. So, und hier kommt man ganz hoch. Aber außer in einer schönen Aussicht ist hier eigentlich nichts so wirklich. Alles klar. Wir gehen weiter. Es ist noch Ewigkeiten weit bis zum Essenzhändler und wir müssen hier über das doofe Wasser. Egal. Wir futtern erstmal nochmal eben was. Schwupps, packen unseren Schirm aus. Regenerieren langsam Hitpoints. Hoffen wir, dass das reicht. Und gleiten sanft zu Boden. Achso, wir nehmen aber hier die Sense raus. Weil wir damit schön über das Wasser springen können, wenn wir wollen. Was eine coole Sache ist. Wie ich finde. Was ist das da? Man ist ja doch so dann relativ schnell unterwegs. Nur mit dem Stamina. Da muss man halt ab und zu wieder auffüllen. Also warten. Oder halt von vornherein sein ganzes Equipment darauf auslegen. Okay. Stamina zu regenerieren. Zu haben. Aber so ist es ganz angenehm. So kann man ganz gut übers Wasser kommen auch. Ja, naja, gut. Nicht immer. Ich gebe es ja zu. Gucken wir mal, ob wir da hochkommen. Also da muss ich sagen, Sumpf wird jetzt auf diesem Kanal in Nightingale nur noch im äußersten Notfall bespielt. Sorry. Das ist mir zu nervig. Wüste fand ich cool, weil das so groß und offen war und hell. Da konnte man schön durch die Gegend rennen. Auf direkten Wegen. Zwar mit der Hitze manchmal ein kleines Problem, aber kann man mit dem Sonnenschirm ja auch durchaus lösen das Problem. Oder ist dann eigentlich kein Problem mehr so. Und da ist der Essenzhändler. Und der Wallace, der sich hier niederlassen möchte. Der Vollidiot will im Dschungel leben. Und der hätte auch was im Angebot dafür. Ja, macht immer die Hippos, ich gehe zum Händler. So, Tische haben wir, Verbesserungen haben wir. Ich hätte das vielleicht vorher nachgucken sollen. Wir haben alles, was der hat. Okay, dann sind wir fertig. Wir gehen nach Hause, und zwar ganz nach Hause. Zack. Und werden da den Alchemietisch aufbauen und dann gucken wir uns diesen neuen Kraftort an. So, zu Hause angekommen. Den Schirm brauchen wir jetzt nicht mehr. Brauchen wir nicht mehr. So. Genau. Jetzt schauen wir mal den Alchemietisch.
immer noch nur das primitive Bauset. Solange habe ich auch, will ich, habe ich keine Lust, hier was zu ändern, muss ich ganz ehrlich sagen, an meinem Gebäude. Denn, ja, warum soll ich das machen? So, eine Übungspuppe. Da kann man auch wieder neue Rezepte craften dann bei Stationen. Allerdings habe ich die Rezepte halt nach wie vor nicht. So, aber Steinmetz, Mörser, Sägetisch, Schmelzofen, Spinnrad, Aufwertung, Gerbstation, Nähbank, Werkbank, Alchemiekessel, da ist er. Erz, Zwirn und Bauholz. Das sollten wir eigentlich alles relativ problemfrei. Oh, das wird aber durch sehr, sehr viele Sachen hier beeinflusst. Krass. Packen wir hier hin. Zack. Wir haben nichts im Inventar, alles klar. Erz. Also Erz, ja. Nichts weiterverarbeitet, sondern tatsächliches Erz. Was wäre das hier? Erledigt. Zwirn und Bauholz. Bauholz haben wir, wenn auf Lager, dann hier. Ohne Ende sogar. Ach, nein. Das packen wir weg, das packen wir weg, das packen wir weg, das packen wir weg. Das hier, das hier. Ach, es passiert gar nichts, weil die Truhe voll ist. Der abgenutzte Koffer ist voll. Wir brauchen noch einen abgenutzten Koffer. Das ist ja mittlerweile ein Problem des Platzes auch, ne? Gar nicht so sehr. So. Ich fange an, Holzsachen hier rein zu tun. Aber das brauche ich natürlich. Ja, stöhn nicht so rum. Du alter Lustmolch, du. So, und hier kommen tierische Produkte rein. Holz nehmen wir dann jetzt hier wieder raus. Habe ich aber jetzt gerade. Oh, Zwirn brauchen wir auch. Keine große Lust zu. Steinblock. Na komm, das geht auch so. Wir können auch so uns darüber quälen und hier gleich die Erze reinpacken. Und was wir noch so haben. So, was sind Tränke? Tränke sind, ja gut, ist mir schon klar. Ja, ist auch klar. Im Gegensatz zu anderen fixe Attribute. Aha, das ist schon mal interessant. Fixe Attribute, das finde ich gut. So, und wir müssen, ja, alles klar. Das macht alles furchtbar viel Sinn. Erz und Stein. Hier packen wir die Klamotten rein. Also jetzt sieht man ganz deutlich, dass jedes Mal, wenn ich da was in die Truhe schiebe, sich diese Sortierung hier zufallsbasiert, würde ich mal sagen, ändert. Also, ne? Das würde ich sagen, ist jetzt mal relativ offensichtlich. So. Die Dochte haben wir da drin. Diese Infusion, das Gedönse haben wir da drin. Was ist das hier? Wasserspinat. Ist ja wohl eher was zu essen. Das hier ist irgendwas. Teuflische Flüssigkeit. Habe ich noch nicht so richtig Ahnung, was wir damit anfangen können. Das gehört hier rein. So, das haben wir gesagt, sind Tierprodukte, die kommen hier rein. Können sie wieder nicht. Da muss erst das Holz raus. Holz und Fasern. Also pflanzliches. Naja. So, hier kommt das rein. Das, das, das. So. Tja. Noch mehr Fasern. Okay, ich habe jetzt auch keine große Lust, die Kisten hier on-cam zu sortieren. Das mache ich dann nochmal irgendwann off-cam. Packe jetzt einfach alles hier rein. So. Nur das, was ich wirklich mitnehmen will, das kommt mit. Nahrung haben wir noch genug. Vermutlich, da steht kein Wert dran, aber ich weiß, dass es mehr als eins ist. Ja, da müssen wir mit der Maus drüber fahren, dann passiert wieder was. Okay. So. Die Versorgerkarte freischalten. Da ist wieder hier dieses Geistviech, was ja ein Boss ist. Lassen wir noch mal in Ruhe erstmal. Wir gucken uns nicht das Herbar. Nee, genau, die Versorgerkarte war das,
das Herbarium war das nächste. Und die Versorgerkarte kam danach, ne? Okay, wir müssen in diese Richtung irgendwo. Ne. Ich habe es hier markiert, Leuchtfeuer im Westen. Aber hier ist es nirgendwo. Ach da. Ich habe oben auf den Kompass geachtet, so zur Erklärung. Und nicht unten hin. So, wir haben Heiltränke, relativ viele. Achso, wir haben gar nicht in unsere neue Crafting. Ja, ich bin so durcheinander, ey. Sorry, so trottelig unterwegs. Gar nicht in unsere neue Crafting-Station geguckt. Leichter Heiltrank, leichter Medizintrank. Da ist der Trank, der, genau, den die haben wollten. Leichter Trank, der Rast. Naja. Grenzenloses Durchhaltevermögen. Wir haben ein paar von auf Lager auch, ne? Wir brauchen für einen leichten Heiltrank eine Koralle. Okay, die kriegen wir unten im Wasser wahrscheinlich. Essenzstaub ist klar, Knochen ist klar, Glas ist klar. Könnten wir so craften. Ich habe relativ viele davon, deswegen lasse ich das mal. Aber der Trank der Rast klang jetzt irgendwie interessant. Wir gucken mal hier rein. Wie lange Ausdauer 50? Wie lange denn? Also muss ich den trinken, um Ausdauer voll zu machen? Oder wie läuft das? Oder kriege ich dann einen Regenerationsbonus, der länger hält? Was besser wäre. Naja, wir testen es aus. So, wir müssen in diese Richtung. Ich glaube, ich crafte da mal den Feenring, ne, wenn ich da bin. Ich glaube, dafür braucht man Steine und Holz. Darum kümmern wir uns. Ah, shit. Darum kümmern wir uns, wenn wir da sind. Damit, wenn ich, da ist ja, wird ja ein Bossfight wieder sein unten. Also den Weg zum Boss, der vielleicht nicht ungefährlich ist, und der Bossfight selbst. Und die waren ja schon teilweise relativ hart. Wäre vielleicht auch clever gewesen, doch nochmal was zum Schießen mitzunehmen, so ein paar Kugeln zu bauen. Und da habe ich mich schon gefragt, die kann man ja, glaube ich, aus Stein herstellen, aber definitiv kann man sie auch aus Zinn herstellen. Erstmal werden die ja unterschiedlich viel Schaden machen. Das ist, glaube ich, ein No-Brainer. Aber gibt es vielleicht Kreaturen, die gegen Zinn meinetwegen empfindlicher sind als gegen Stein? So, also jetzt unabhängig davon, dass sie mehr Schaden machen. Versteht ihr, wie ich meine? Also verschiedene Schadensarten haben verschiedene Auswirkungen. So, das wäre eine Vermutung. Könnte ich mir vorstellen. Ach du, das bringt nichts, ne? Das macht zwar Spaß, hier nach vorne zu schießen, aber bringen tut es, glaube ich, nichts. Aua, und tut auch ein bisschen weh, wenn man nicht vorsichtig ist. Na gut. Hier ist gerade wieder so ein Geräusch, war hier gerade. Gucken wir einmal, aber was soll hier sein, was ich brauchen könnte, wenn ich es mir recht überlege, selbst wenn hier irgendwas zu erledigen ist, kriegt man nur die Rezepte, die ich eigentlich schon alle haben müsste. Ich war noch, hier wäre ich schon gewesen. Bin mir aber jetzt auch nicht mehr so ganz sicher. So, hier ist ein Gerät, genau, auch das kenne ich aus dem Server-Stress-Test. Da kam ich nicht rein im Server-Stress-Test. Jetzt wird alles anders. Ich hatte mich da irgendwie hochgeklettert, war ich nämlich im Server-Stress-Test. War aber dann, wie gesagt, nicht reingekommen. Ich glaube, hier kann man hoch. Theoretisch könnte ich ja überall eigentlich auch einfach so Rampen bauen und sowas, ne? Und wenn ich da nicht hochkomme und einfach sagen, ich baue jetzt hier eine Rampe hin, dann komme ich da hoch. Müsste ja eigentlich gehen. Ich kann ja überall bauen, nicht nur da, wo der Steinhaufen steht. Der Steinhaufen sagt ja nur, dass das meine Heimat ist. So wird jetzt mein Verständnis. ihr seht mich jetzt etwas verwirrt. Warum komme ich da nicht rein? Schalten Sie kurz ins Quest. Schließen Sie alle der folgenden Aufgaben. Die große Versorger-Weltenkasse kann durch den Versorger-Kraftort. Das war jetzt nicht der Versorger-Kraftort. Nein, das wäre das Herbologiums-Kraftorts-Dings. Okay, antiquarisch. Der Transmuter. Astrolabium, Versorger. Ah, wie dämlich, ey. Direkt daneben. Sorry. Zum Glück geht das hier ja zumindest schnell. Und wir laufen jetzt einfach gen Süden.
Müsste ja relativ leicht zu sehen sein auch dann. Ist wahrscheinlich wieder ein großes Gebäude. Ich hatte mich jetzt verwirren lassen davon, dass ich das Icon gesehen hatte. Und dadurch, dass wir ja zur Herbarium-Wüstenwelt sollen und die Versorgerkarte freischalten, jetzt kam ich jetzt durcheinander, was der nächste Schritt ist. Aber wir müssen zum Versorgerkraftort, dann werden wir danach das Herbariums-Kraftort-Geschichte machen können, nehme ich an. Und damit alles gut. Und jetzt wird mir auch bewusst, was das ist. Hier muss ich hin. Das ist die Höhle, garantiert, ne? So ist es hier, ja. Die Höhle, wo wir nicht reinkamen. Also diese Kraftfelder sind einfach nur die Kraftorte, die Quests darstellen. So, ich musste einen Cut machen, weil das Spiel gerade einfach abgestürzt ist, als ich hier reingelaufen bin. Okay, aber egal. Hoffen wir, dass das eine quasi einmalige Sache war. War bis jetzt auch der erste Absturz. Von daher mache ich mir jetzt wenig Sorgen. So, hoffen wir mal, dass wir hier, jawohl, durchkommen. Und das ist auch der Fall. Sehr schön. Alles klar. So, das ist hier eine Mine. Es kann also eigentlich nur nach unten gehen. Oh, oh, oh. Sofort auf die Mütze. Sofort auf die Mütze. Hä? Bewegt sich irgendwie komisch, der Kollege. Tja, das war es auch schon wieder direkt. Oh, aber auf Annie ist verletzt. Auf Annie ist nicht verletzt, sondern verlassen. So, das wollte ich sagen. Komisch, also beim ersten Mal, als ich mit dem Hammer gegen die gekämpft habe, hatte ich schon das Gefühl, dass der jedes Mal so ins Torkeln gerät. Was ja auch eigentlich die Stärke des Hammers, beziehungsweise meines Hammers sein sollte. Er ist da hinten verbuggt. Aber diesmal nicht so sehr. So. Aber er hier, den konnten wir direkt wegklöppeln. Hier ist irgendwas. Hier ist ein Hoffnungsecho, was wir nicht sehen können. Grabungsarbeiten und so weiter. Naja, irgendein Telegramm. Essenzstaub bekommen. Naja. So, aber ich hatte gerade gesagt, so, hier sind wir reingekommen. Hier geht es irgendwie weiter, aber auch hier geht es weiter. Ich gehe mal hier lang, weil hier Schienen sind. Okay. Da hinten läuft so ein Typ da mit seinem Schwert wieder. Ätzend. Schicke ich schon mal vorweg, wie ich das finde. Ätzend nämlich. Wir laufen mal hier rüber. Achso, da kommt man auch nur da an. Oh, der ist aber neu. Wo ist denn dem seine Schwachstelle wohl? Oh, der macht Feuer. Ordentlich Feuer. Okay, also wir haben, sehen schon mal, einen neuen Gegner. Der jetzt aber weg ist. Au, das hat wehgetan. Wir brennen außerdem. Verletzt. Annie? Annie, bist du auch verletzt? Ich glaube schon, ne? Weil Annie, da bewegt sich gar nichts mehr. Gut, das war zum Glück nicht weit vom Lager hierher, weil ich natürlich selbstverständlich auch vergessen habe, einen Feenring zu bauen. Selbstverständlich. So, wo haben wir denn da? 130 Meter. Ja gut, da lohnt sich fast ein Feenring auch nicht. Aber naja. So, wir nehmen mal Nahrung zu uns. Ich hätte aber auch mal so eine Potion zu mir nehmen können. Da ist wieder hier der Boss, den man irgendwie auch real machen kann. Also vom Geist zu einer realen Figur und dann bekämpfen kann. Wie, weiß ich allerdings nicht. So. Sind wir optimistisch, dass wir es diesmal schaffen? Ja, ne? Wir sind optimistisch, dass wir. Oh, wir haben schon erwartet. Das ist aber unschön. Sehr unschön. Da müssen wir doch mal das hier zu uns nehmen. Annie, bist du bereit? Boah, du stehst da oben. Schön. Wo ist er? Da. Der ist so schnell, dass ich den nicht. Also blocken ja, aber. Also der kommt gar nicht, der gerät gar nicht mehr ins Straucheln. Also so gar nicht mehr. Ah, jetzt. Ja, man hat dann auch sofort nicht genug Ausdauer, um den noch irgendwie ihm nachzusetzen nach dem Blocken. Hops.
So. Zack, jetzt ist auch der Fluch wieder weg, der Todesfluch, das hatte ich auch auf so einem Ladebildschirm gelesen, dass das, wenn man die Kiste einsammelt, auch dann der Todesfluch weg ist. Na gut. Tja, kann man alle möglichen Gänge. Theoretisch wird es ja, wenn wir nach unten laufen, wird es ja irgendwann weitergehen. Das ist ja relativ klar. Oh. Aber wir könnten dann ja auch irgendeine Kiste oder so versäumen. Das wollen wir eigentlich nicht. Wo er vielleicht mal endlich etwas drin ist. Schon wieder Typen. Zwei Stück auch noch. Ätzend. Kann man den an dem wo vorbeischleichen? Ich muss ja gar nicht. Kampfwerkstattkarte. Oh, spielen Sie diese Karte, um Werkzeuge herzustellen, die mehr schaden. Ach ja. Ja, warum gelingt das nicht öfter? Zack. Aua. Komm, Annie, hau ihm in den Rücken. Sehr gut. Da kommt der nächste Heiltrank rein. Oh ja. Ist er gerade wieder hochgebackt quasi aus seinem Torkle, weil wir getroffen haben. Uncool. So, ich glaube, der ist aber. Ne, ist er nicht. Boah, ist auch wieder super knapp. Eine super knappe Angelegenheit. Und, wo zum Henker? Da oben. So. Nervig. Voll nervig. Absolut. Absolut nervig. Ja, wir brauchen. Ich muss hier wieder Heilsalbe nehmen. Das wird hart. Kann man jetzt schon absehen. Ah, hier ist der nächste. Nee. Aber der Hammer ist auch nicht gut. Okay. Ja, ich erinnere mich, das war, glaube ich, zum Schießen, ne? Also wenn ich was zum Schießen hätte, wäre vielleicht auch clever gewesen, doch Munition auch wirklich mitzunehmen. Um auch bei dem Boss später, wie auch immer der aussieht, in der Lage zu sein. Oh, und da sind wir auch schon. Okay, wenn ich sterben sollte und resetten muss, dann werden wir auf jeden Fall auch dann was zum Schießen holen wahrscheinlich. So, wir reparieren mal eben alles. Kann auch sonst jetzt gerade nichts machen. Heiltränke haben wir parat. Hammer haben wir parat. Dann drücken wir mal das Knöpfchen und hoffen das Beste. Was anderes gibt es da im Augenblick nicht zu erzählen. Auch der Raum wieder absolut identisch mit den Räumen, die wir schon kennen. Sagenumwobener Roboterspringer. Boah, 300 Schaden machen wir hier. Das ist schon mal eine ganz gute Sache. Aua. Heiltrank reinpfeifen. Wir machen direkt noch einen Heiltrank. Zack, so. Ne. Braucht zu lange, um auszuholen. In der Zeit hat er schon wieder, ich sag mal, zugeschlagen, wenn man so will. Sehr gut. Andy ist wieder dabei. Ah. Ist nicht schön, aber naja, was soll ich sagen? Muss aufladen. Ein bisschen. Oh, da kommt Annie angeflogen. Annie ist down. Annie ist wieder da. Nein, ist sie nicht. Nein! Wiederbeleben. Was passiert denn hier? Nicht viel mehr. Also die Heiltränke, die haut man sich ja rein wie eine Süßigkeit irgendwie, ne? Boah, ich war doch schon so weit weg. Das hat trotzdem nicht gereicht. Ich muss mit der Wiederbelebung von Annie, glaube ich, warten, bis sie aufgehört hat zu brennen. Sonst hilft's nix. So, wir haben ihn aber schon unter 50%.
was ja erstmal eine gute Sache ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie irgendwie in der Lage sind, seinen Schüssen irgendwie auszuweichen. So, jetzt haben wir keine Heiltränke mehr. Wir pfeifen uns die nächsten hier rein. Ja, müssen den auch sofort trinken. Also hier scheint es irgendwie... Ich sehe keinen Weg, durch Finesse das irgendwie besser hinzubekommen. Zack. So, komm, ein Schuss noch. Also ein Schlag. Annie, nee, Annie nicht. So, das war's. Boah, oh, das wär jetzt noch ärgerlich gewesen. So, das hätten wir. Gut, ich bin auch kein Nahkämpfer, ne? Also wer meine Elden Ring Videos gesehen hat und so, der weiß, ich fühle mich in der Distanz fühle ich mich sicherer. Titan der Industrie. Hören Sie sich Wilhelminas neuestes Gerücht an. Aha. So. Ausrüstungswertung müssen wir auf 50 bekommen. Können wir dieses mit den verletzten Weltenwanderern nicht verfolgen? Okay. Die Heimreise. Ja, okay, das haben wir schon. Ein neues Gerücht. Wilhelmina Sasse, okay. War hier nicht noch eine Kiste? Ich meine, hier war noch gerade eine Kiste noch, ne, die ich im Vorbeilaufen gesehen habe, genau. Nehmen wir alles mit. Duellanden, Schwarzmagik und so weiter. Nehmen wir alles und wir springen zurück zum Rückzugsort. Zack, was super schnell geht immer. Ich bin restlos begeistert. Und jetzt überlege ich, hier fliegt ein Hammer. Annie ist noch nicht gerendert. Jetzt überlege ich tatsächlich, hier gab es doch eine Karte, die, Treibhaus, Kampfwerkstattskarte. Die Verbesserungsdauer wird irgendwie reduziert, wird erhöht, wird reduziert, keine Ahnung, was das alles bedeutet, aber mehr Robustheit, aber nur Robustheit. Spielen diese Karte, um Werkzeuge herzustellen, die mehr Schaden anrichten. Gleichzeitig wird ihr Ertrag reduziert. Gilt der Hammer als Werkzeug in dem Sinne? Ich weiß es nicht. Na, lassen wir erstmal. Wo war die gute Wilhelmina Sasse? Hier, ne? Dieser war hier. Dann gehen wir auch direkt dahin. Das war doch das da unten, ne? Nordwesten, jawohl. Aber auch jetzt, wir gucken einmal ins Baudingsbums. Immer noch nicht, womöglich. Immer noch nicht mehr Bausets. Und auch immer noch nicht, nehme ich mal an, viele, viele Infusionen. Immer noch nicht neue Rüstung oder sowas. Immer noch laufen wir mit der alten Rüstung um. Puh. Fühlt sich zäh an. Irgendwie. Also man freut sich ja irgendwie auch, wenn man neu aussehendes Gear auch bekommt, ne? Irgendwie. Klar, wir rüsten die aus und die werden dann vielleicht schrittweise irgendwie stärker, so ein bisschen immer. Viel merken und tut man davon jetzt ja so direkt eben nicht. Also ich glaube, es wäre zufriedenstellender für Spielerinnen und Spieler, wenn sich auch optisch einfach was tut. Würde ich mal so behaupten. Naja, mal gucken. So, mal sehen, was Wilhelmina Sasse zu erzählen hat. Zack. Ah, sie schon wieder. Immer ein Vergnügen. Nun, ich bin sicher, dass Sie wegen meiner außergewöhnlichen Dienste hier sind, aber ich hätte einen Vorschlag für Sie, falls Sie ein paar Nachforschungen für mich anstellen können. Achso, sie war die Zeitungsdame hier. Ich bin an Ihrem Vorschlag interessiert. Ich hörte eine faszinierende Geschichte über einen amerikanischen Gesetzeshüter, der durch die Welten streift. Und das möglichst unauffällig. Meine journalistische Intuition sagt mir, dass er etwas im Schilde führt. Ich wüsste gerne, was es ist. Finden Sie ihn und bringen Sie in Erfahrung, was immer Sie können. Wo kann ich ihn finden? Er ist angeblich gerade auf der Durchreise durch eine Versorger-Waldwelt. Ich habe allerdings keine Ahnung, welche davon. Ich kann es kaum erwarten zu hören, welchem schändlichen Verhalten er entflieht oder ob er gar danach sucht. Aber vielleicht kann ich Ihnen ja irgendwie behilflich sein, ehe Sie davon eilen. Ich wollte irgendwas anderes fragen. Achso, einfach nur mehr Gerüchte. Das wäre erstmal alles. Essenzhändler haben wir auch alles schon gekauft damals. Ja.
Also Versorger ist halt jetzt das Nächste, ne? Ist irgendwie logisch. Wir müssen zurück zum Rückzugsort. Wir müssen diese Versorgerkarten dann wohl auch erstmal craften. Und zwar hier war es, glaube ich, ne? Richtig. Zum Beispiel Versorgerkarte da. Tinte, Essenz, Staub, Papier. Nichts Besonderes. Das müsste hier drin sein. Tinte, Papier, Essenz, Staub habe ich eh dabei. So, dann Versorgerkarte. Mach gleich mal 10 Stück. Es muss doch irgendwie möglich sein, irgendwann mal hier neue Rezepte zu bekommen, als immer die gleichen alten Gammelsachen aufzuwerten und so, oder? Und ich frage mich auch, achso, jetzt kann ich nicht daran gehen, weil wir am Craften sind hier. Wie soll ich denn auf Ausrüstungswertung 50 kommen? Achso, hier wollte ich eigentlich auch dran. Ich kann das nur auf grün aufwerten, nicht auf das nächste, was wahrscheinlich ja blau ist. Ich habe ja schon verzauberte Sachen und so, aber nichts ist auch nur in der Nähe von 50. Infusion der Gyasa. Um erhöhte Effizienz bei der Verzauberung zu erlangen. Okay. Auf was kann ich das anwenden? Zum Beispiel auf die Axt. Da ist aber schon was drin. Ja, das, wenn ich das jetzt hier reinmache, also wenn ich jetzt das bei der Axt reinmache, dann kann ich, habe ich diese Verzauberung ja nicht mehr. Das wäre dann irgendwie sinnfrei, ne? Magikale Macht 18, ich weiß es nicht. Ich habe auch noch nicht so ganz durchschaut, wann Sachen in Waffen gehen und wann sie in Ausrüstung gehen. Naja. Ja, dann reisen wir mal in eine Versorgerwaldwelt, würde ich sagen. Soll ich vorher noch, wie war das mit den Heiltränken? Wie? Was brauche ich dafür noch gleich? Leichter Heiltrank, Knochen, ach so, Korallen. Sollen wir da mal eben nachgucken, nach Korallen, ob die da unten im Wasser sind? Wir sind ja hier relativ nah an der Küste. Also viel näher geht's nicht. Ob wir da Korallen finden? Und wenn ja, lass uns ein paar Heiltränke bauen einfach mal. Weil wir es noch nicht gesehen haben auch. Ist auch eine schöne, vielleicht eine schöne Angelegenheit. Es regnet, das ist keine schöne Angelegenheit. Wir holen uns den Regenschirm. Wenn wir schon da unten sind, könnten wir auch vielleicht nochmal das mit dem Angeln versuchen. Das hat ja letztes Mal auch nicht so wirklich geklappt. So, danke. Was zu essen? Ist immer gern gesehen. Weil wir, glaube ich, nicht nah genug am Wasser standen. Das war, glaube ich, das eigentliche, tatsächliche Problem. So, aber hier ist ein Strand, ein kleiner. Und wir haben ja schon mal auch was gesehen, was wie Korallen aussah. Oh, man kann tatsächlich auch schwimmen. Kann man auch tauchen? Nein. Das kostet aber Stamina. Okay. Ich weiß aber leider nicht mehr, wo das war, wo wir die vermeintlichen Korallen gesehen haben. Oder vielleicht kann man die aber auch angeln. Wir versuchen es einfach mal mit der Angel, oder? Haben wir bis jetzt auch noch nicht so richtig verfolgt, das Thema Angeln. So, ich finde das so total merkwürdig, dass man hier so Slow Motion nach hinten zieht und die Angel sich dabei so merkwürdig biegt. Zu weit ausgeworfen. Also, ich bin jetzt selber privat kein Angler, ne? Aber ich glaube, das ist der Sinn des Ganzen, das weiter Auswerfen. Zu weit ausgeworfen. Ihr seid irgendwie drollig. So, man soll die Spannung in der Mitte halten. Jetzt ist heute wesentlich weniger laggig. Und schwuppdiwupp haben wir den Fisch aufgehoben. Der Fischerlehrling, okay. Das sieht irgendwie blöd aus, das Auswerfen. Ich mache mal so zwei, drei Fische. Na, oh, 30. Ich weiß nicht genau, was das heißt, die 30, aber es wird wahrscheinlich irgendwie die Güteklasse sein, das Level, was auch immer. So, ja, nicht kriegen wir, nicht kriegen wir. Oh. Nicht kriegen wir. Ist schon schwerer als der 10er Fisch. Vielleicht ist das das Gewicht auch, im Pfund oder so. Und jetzt? Haben wir den Fisch wohl nicht bekommen. Warum nicht? Oder liegt der jetzt hier irgendwo rum? Nö. Das ist ja blöd. Warum nicht? Hat das zu lange gedauert?
Also die hat auch so einen roten Balken, auf dem man aber relativ wenig Zeit hat zu gucken. So. Ich kriege keine Nachricht, kein gar nichts. Also ich weiß nicht, was passiert, warum der Fisch nicht gefangen wird. Wobei, man muss ja auch mal sagen, ich habe auch nicht keine große Ahnung, was ich mit dem Fisch überhaupt machen soll, wenn ich ihn habe. Ne? Also wir haben den jetzt da. Ich nehme an, man kann den auch irgendwie. So, Fisch erfolgreich gefangen. Jetzt liegt er hier und ich sammle ihn ein. So, den kann man essen. Vielleicht kann man den im Kochtopf auch direkt kochen und er gibt was anderes als Fleisch. Ich meine, ist jetzt auch schwieriger zu fangen, ne? Also das ist aufwendiger so, sagen wir mal. An sich eine schöne Sache. Das Wasser ist etwas unscharf irgendwie. Ich habe alles auf Qualität stehen, nicht auf Ultra, aber auf Qualität. Darf der Fisch vielleicht auch nicht zu nah an den Rand kommen da? Ne, es hört einfach auf. Naja, gut, also. Ist jetzt halt. Oh. Ist jetzt halt so. So, Korallen habe ich nicht gesehen, leider. Es blitzt und donnert. Man sollte dabei, glaube ich, besser nicht im Wasser stehen, wenn es blitzt und donnert. So eine klitzekleine Weisheit. Das sind ganz normale Wölfe oder die sehen irgendwie so grau aus? Bumm. Oh, da kriegen die gar keinen Schaden. Krass. Krass, wie unempfindlich die gegen den stumpfen Schaden sind. Da ist es umso trauriger, dass es zwar eine dedizierte Waffe gibt im stumpfen Schaden, aber nicht mit diesem Schneideschaden oder wie auch immer das heißt, mal eben gucken. Eine Klingenwaffe. Also, ne, es gibt den Hammer als stumpfe Waffe und es gibt ja auch den Bergbauplickel, obwohl der hat Durchschlag, das ist wieder was anderes, ne? Durchschlag, Piercing wäre das auf Englisch. Sieht man hier im Wasser irgendwo was Rötliches? Schauen wir mal. Im Gewitter habe ich gerade gesagt, gehen wir nicht ins Wasser, egal. Aber man kann relativ weit runterreichen. Ertrinke ich wohl, wenn ich es übertreibe hier? Ich gehe mal wieder hier an Bord dieses, an Bord, ja, an Bord dieses Steins. Soll bitte jetzt kein Blitz hier einschlagen. Das wäre irgendwie total uncool. Aber man kann auch relativ weit sammeln. Man muss also vielleicht gar nicht. Okay. So, wie viel haben wir denn jetzt? 42 schon, das hört sich doch noch viel an. Oder? Ja, ne? Das reicht uns jetzt erstmal. Und jetzt reisen wir zurück nach Hause. Schwupps, ja. Und gehen hier rein. Und gucken mal, was wir sonst noch so brauchen. Beziehungsweise Korrektur. Wir machen mal einmal kurz eine kleine Rast. So. Leichter Heiltrank. Korallen haben wir. Knochen, Glas, Essenzstaub. Knochen und Glas. Müssen wir beides eigentlich ordentlich haben. So, hat ätherisches Glas. Boah, ne, das ist viel zu gut. Das packen wir wieder zurück. Magikale Macht, Lichtwertung, Pesthauchschaden. Keine Ahnung, was das alles so bedeutet. Bin ich ganz ehrlich. Das war der falsche Koffer. Der hier. Haben wir denn noch hier irgendwie Zinn? Quarz war es ja, was wir eigentlich brauchen. Schimmer. Edelstein, Diamanten. Sieht jetzt irgendwie gerade Rubin, noch mehr Edelsteine, Erznickel. Naja. Gut, ich will ja auch eigentlich das nur mal ausprobieren. Und ich hatte ja gerade auch gelesen, dass die Beutetier, die Potions hier, die Tränke immer die gleichen Effekte haben quasi. Ach, die brauchen auch Brennstoff. Nervig. Haben wir noch Holz? Aber diese hier sowieso nicht. Diese Unordnung in den Kisten, dass ich das nicht sortieren kann nach Typ, das nervt mich kolossal. Was ist eine Wasserflasche? Kann zur Herstellung genutzt werden. Okay. So. Wir machen 5 Stück. Wir packen hier ein bisschen Brennstoff rein. Zack. Ja. Leichter Heiltrank. Ah, das sind
Jedes Mal 5, die da rauskommen. Okay, ach, steht auch hier. Mal 5. Okay, dann 25 Heiltränke. Ist schon mal ganz gut. Kann man sich gefallen lassen, würde ich mal sagen, ne? Schön. So, wir packen Sachen weg. Hier kommt das Magiezeug rein, das Magiezeug rein, das nehmen wir mit. Heiltränke haben wir jetzt. Also können wir nicht da unten rein tun, solange wir hier drin sind. Hier kam aber auch, glaube ich, das Papier rein, wenn mich nicht alles täuscht. Und die Tinte und der Docht und hier noch das Zeug. Knochen, Leder, Knochen, Fasern, Holz nicht eigentlich. Sorry. Wir packen hier auch irgendwie die Korallen rein. Und auch erstmal die Fische. Was wieder mal nicht geht. Weil das wieder mal voll ist hier. Krass, das Holz gehört da nicht rein. Stattdessen packen wir dann eben die Fische da rein. So. Holz, Holz. Gut, so, der Rest ist jetzt auch egal. Wir gehen in eine Versorger-Waldwelt. Die erforderlichen Karten hatten wir gecraftet. Versorger ist dann jetzt, das müsste Item Level 40 sein, ne? So ist es auch. Ja, Portal zurücksetzen. Ich überlese diesen nicht gerade leicht zu übersehenden Hinweis ständig. So, ich mache wieder einen Cut, bis das Portal da ist, weil es irgendwie wahrscheinlich wieder länger dauert. Da ist das Tor. Wir gehen rein und machen sofort wieder einen Cut, wer das jetzt lädt. Irgendwie komisch, ne? Dass für das Tor muss lange geladen werden und für das Dahinreisen dann ebenfalls irgendwie wieder auf den Server gewartet werden und alles. Naja, ich mache einen Cut. Das ging aber diesmal relativ schnell, muss man sagen. So, mittelmäßige Gefahrenlage 40. Was hat das wohl zu bedeuten hier, diese beiden Symbole auf der Karte? Keine Ahnung. Aber ich hatte letztes Mal auch gesehen, dass man hier auf NPCs und Kreaturen gucken. Da kann man Bass Reeves finden. Ich weiß gar nicht, ob das der Typ ist, den wir suchen. Und hier kann man auch sehen, wer hier so rumläuft wohl. Waldbär, okay. Na ja gut, wir werden es gleich sehen. So, da sind wir. Annie ist da. Wir gucken mal hier, klettern mal auf den Stein hier. Okay, sieht ja schon irgendwie ähnlich aus, aber irgendwie auch anders als das, was wir so kennen. Kurzen Blick auf die Karte. Ach, hier sind auch Wege eingezeichnet und hier sind auch schon die Essenzhändler eingezeichnet. Hier ist der Fey-Turm, den können wir in der Distanz sehen. Hier ist Bess Reeves. Wir machen einen Zwischenstopp bei dem Essenzhändler. Zup. Und Bess Reeves ist ja wahrscheinlich dann der Gesetzeshüter. Meine, die Dame sagte zwar, sie wüsste nicht in welcher Welt, aber ich nehme an, egal welche Welt du besuchst, der wird immer da sein. Hui. Das kennen wir schon, das Zeug. Wir könnten ja mal. Lass doch mal. Ich dachte gerade ein Fernrohr auspacken, aber wir werden schon auf unserem Weg hier quer durch das Biom werden wir schon die Viecher sehen, die es zu sehen gibt. Hier gibt es wieder ganz normale Rehe, die wieder mal weglaufen, da können wir nichts machen. Hier vorne ist irgendetwas, eine alte Fabrik. Können wir uns mal angucken. Vielleicht, ich weiß ja nicht, ab wann es wohl die nächste Essenz gibt, die nächste Art von Essenz gibt. Aber auf jeden Fall können wir Essenz gebrauchen, weil ja hier jetzt wieder in dieser neuen, in der Versorger. Im Versorgerschwierigkeitsgrad, wenn man es mal so nennt, ja wieder neue Sachen zu kaufen gibt bei den Essenzhändlern, brauchen wir also Essenz. Allerdings, hier ist eine Kiste. Amphibienkarte, Treibhauskarte, Infusion der Klarheit, whatever. Whatever. Bauholz, okay, nehmen wir mit. Warum nicht? Aber ich höre kein Echo oder sowas. Also kein, ja, dieser Gesang, sagen wir mal. Hören wir nichts von. Aber Kisten sind halt hier. Naja, gut. Stoff primitiv, okay. Talisman, Tavernenkarte.
Okay. So, dann ziehen wir weiter. Hui. Wir rennen. Aua. Oh, was bist du denn? Oh, Level 70, alles klar. So, das ist die falsche Waffe. Die sieht ganz gut aus. Du bist also eine ziemlich üble Version eines Schweins, nehme ich mal an, ne? Gibt es auch irgendwas, was Plus macht auf dir? Das macht Plus. Boah, das haut aber rein. Also man muss im Grunde genommen immer alles mithaben, ne? Also jede Waffengattung muss man dabei haben. Man kann jetzt nicht sagen, ich würde mich gerne auf irgendwas spezialisieren. Du musst einfach alles dabei haben, weil die Viecher halt einfach sonst eventuell zu stark sind. Da kam noch gerade Essenz raus. Meine ich, hätte ich ganz kurz gesehen. Aber es wird unten rechts nicht angezeigt. Aber hier, Fleisch, Fell und Knochen, ist alles Klasse 2 zum ersten Mal. Also es könnte deswegen ja schon sein, dass... wieso habe ich meine Heiltränke nicht hier unten drin? Ich die nicht, ach nee, die hatte ich hier nicht da reingezogen. Es könnte deswegen ja schon sein, dass hier auch die nächste Essenz gibt. Was ist das denn? Opfergabe hinzufügen. Benötigt einen Gegenstand. Irgendeinen? Wie zum Beispiel das Feuerfleisch will ich hier ein Bauholz? Es ist. Was war das? Es ist verschwor. Das war wohl nichts. Das war wohl das. Ver okay. Hi. Au. 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 Ich komme nicht raus. Bin tot. Aha. Was war das denn? Annie, rette mich. Ich glaube, kommt nichts mehr. Ich glaube, Annie ist auch weg. Zack, aufgeben. Hätte es wohl eine Opfergabe gegeben, die man... gut, das ist ein Waldwesen, ne? So ein Holzwesen, ne? Also, dass das jetzt nicht so begeistert ist, wenn man da Holz reinlegt. Ja, ich sag mal, ist irgendwie nachvollziehbar, ne? So. Krass. Hatte ich also so gar nicht auf dem Schirm. Hätte man jetzt diesen Baum vorher schon angreifen können, der in Wirklichkeit halt gar nicht ein Baum war, letztendlich. Und läuft er jetzt da wieder rum oder ist er jetzt wieder, hat er sich jetzt wieder, ja, hingepflanzt im wahrsten Sinne des Wortes? Ich hoffe, er lässt mich in Ruhe. Das da war der, oder? Und kann man jetzt wieder neu was opfern, wozu der quasi resettet ist? Der war das. Oh, da ist wieder so ein Eber. Nee, erstmal Sachen zurückholen hier. So. Ja, ich bin ein bisschen. Achso, ich kann mich doch heilen mit meiner Zauberaxt hier. Das vergesse ich immer. Ich hatte ja die. Hätte uns die Heilsalbe jetzt genutzt. Zack. Alles gut. So, hier ist wieder so ein Eber, den machen wir auch mal eben. Mal ebern. Zack. Voll auf die Omme. Aber sowas von. Ach, das ist ein Boss? Das habe ich gar nicht gecheckt erst. Oh, tut auch ein bisschen weh, wenn der zuhaut. Da ist schon wieder der Baum, der ist schon wieder gekommen. Vielleicht mag der es nicht, wenn hier gekämpft wird in seiner Umgebung. Ich hoffe, er lässt mich in Frieden. So. So. Ich hoffe, er lässt mich in Frieden und ich kann, ja. Er scheint nicht zu kommen. Er steht da hinten rum. Hauptsache, wir können hier den Eber jetzt noch schnell ernten. Eieiei. Da hinten ist er noch, aber... Tschüssi. Hier. Hier, da kannst du kämpfen. Oh, was ist das denn? Ein Bär oder was? Ja. Ich helfe, ich komme.
Zack, ja, Axt ist genau die richtige Waffe. Machen wir alles kaputt. Was wir auch nochmal testen müssen, vermutlich, ist, ob die Bäume, wenn wir die einfach umhauen, ob die ganz normales Holz droppen oder ob das auch irgendwie dann ein besonderes Holz ist. Und ob man aus diesem besondereren Holz besondere Waffen herstellen kann. Äxte und so, ne? So, das war aber jetzt grünes Essenz. Da kam grüne Essenz raus nur. Okay, schade. Ja gut, das kennen wir schon hier, ne? Wir können jetzt hier wieder helfen. Da haben wir auch keinen Bock zu. Hier liegt Holz rum. Das ist aber auch nur stinknormales Holz. Okay. Bedauerlich. Aber vielleicht in dem Wüstenbiom dementsprechenden. Man weiß es nicht. So, haben wir schon. Haben wir schon. Haben wir schon. Das ist bedauerlich. Sehr bedauerlich. Haben wir alles schon. Das ist aber sehr bedauerlich. Aber egal. Wir wollten ja sowieso hierhin. Ich frage mich, sollen wir den Fey-Turm machen? Schaffen wir den? Wenn wir es nicht ausprobieren, werden wir es nicht erfahren. Aber bevor ich da reingehe, erinnert mich bitte daran, dass ich da so einen Feenring vorsetze, weil ich da schon die Befürchtung habe, dass das in die Hose geht. Also ich könnte es mir sehr gut vorstellen, dass es in die Hose geht, sagen wir mal so. Ja, haben wir mal eben so einen Eberboss gemacht. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass da was Tolles rausgekommen wäre, außer halt, dass es wieder höheres Fleisch, höheres Fell ist, klar. Ja, gut. Guck mal hier, was hier los ist. Rekrutierbar. Joe und Millie. Schenken mir auch was. Oh, Schrotflintenmunition. Ja, wenn ich diese zugehörige Schrotflinte nur hätte. Das wäre fein. So. Ich helfe den Bären zu erledigen. Auch Level 70. Echt krass. Ach so, das ist ja so ein Schutzding. Oh, da habe ich keine Lust zu. Dauert mir zu lange. Gut, der Bär hat auch, wenn man es ab... Lass es mal gut sein jetzt. Wenn man ihn aberntet, nur Level 0. Aber, also Messer braucht er, Level 0 Messer. Aber er hat auch Klasse 2 Sachen bei. Hm. Ja gut, hier müsste man das jetzt beschützen, aber... Oh. Das dauert mir jetzt zu lange. Ich möchte lieber, den Fey-Turm machen. Fühlt sich bedeutungsvoller an, als hier so random Leuten zu helfen. Aber es ist schon erstaunlich, wie viele Menschen hier rumlaufen. Ne? Also, dass man fühlt sich da gar nicht so alleine. Letztendlich. Umso bedauerlicher ist es, dass man dann keine richtige Siedlung bauen kann. Bis jetzt. Soweit ich weiß. Wo dann andere noch, die man rekrutieren kann, da auch irgendwas machen. Naja. So, habe ich jetzt... Alles klar. Ich habe gerade gesagt, den Eingang schon gefunden. Wollte ich gerade sagen. Antwort ja. So, ich bin da. Ihr könnt rauskommen. Hallo? Na bitte. Oh, oh, oh. Was ist denn für ein Kollege? Der ist neu. Boah, die sind auch Level 70. Die halten jetzt richtig ordentlich aus, ne? Er lässt sich zum Glück Zeit. Haut doch erstmal Annie. Nicht, dass ich das gut finden würde, aber was will man machen? Annie tankt den, während ich hier aufräume. So, Annie ist noch da, alles klar. So, von hinten auf die Omme. Oh, der kann sich aber schnell drehen. So macht man das. Ja, wenn man so einen großen Hammer hat, dann kann man natürlich nicht... Oh. Oh, Eddie ist injured? Okay. Der hat doch auf mich gehauen die ganze Zeit. Man sollte am besten nicht getroffen werden, glaube ich. Krass. Aber wenn man so ein bisschen zirkelt um ihn, dann geht's. Aber der hält ja aus. Vielleicht ist was anderes besser. Oh. Aber Eddie hält nicht aus. Ich sehe jetzt nicht, dass der die trifft, aber anscheinend kriegt sie trotzdem Schaden die ganze Zeit. Das ist auch kein Schaden, der... Aber 126... Oh, 317? War das der kritische... Der kritischen, oder wie? So, immer schön auf den Ömmes.
Oh, er hat seine Keule irgendwie verloren. Und ist wesentlich schneller geworden dadurch. Finde ich eigentlich gar nicht so gut. Mit der Keule so schön langsam. Fand ich sympathisch. So, mal eben Heiltrank reinbrezeln. Andy, mach was. Irgendwas. So eine Mischung aus, eine merkwürdige Mischung aus extrem langsam und dann wiederum teilweise extrem schnell. Ist Andy down wieder? Ja. Und ihr habt mich nicht daran erinnert, dass ich hier einen Feenring aufbauen soll. Warum nicht? Aua. So. Gebundenen Jäger-Lehrling. Okay. Aber alles K1-Essenz. Alles K1-Essenz. So, jetzt gucken wir mal eben, ob ich genug Kram habe, um das Ding aufzubauen hier. Das war ganz unten. Feenring. Platzieren. Geht nicht. Da hinten. Reicht mir. Ich muss gleich dran denken, dann nicht hier raus zu teleportieren, weil ich ja auch noch... er macht da schon das Holz für mich, das finde ich gut. Ich bedrohe ihn mit meiner Angel. So. Und wir machen hier noch die Steine. So. Ich hoffe, das reicht. Wieder mal nicht drauf geachtet, wie viel man braucht. Mal sehen. Weil wir diesen Lotus natürlich auch behalten wollen, ne? Machst du den jetzt kaputt, wenn du drüber steigst? Nein. Okay. So, können wir weitermachen. Einmal heilen. Nicht heilen, sondern reparieren, so. Also heilen doch, aber ein gutes Stichwort. Ich vergesse es immer wieder. So, jetzt geht's. Irgendwie habe ich gerade, glaube ich, Lag. So. Zack. Das hätten wir. Annie ist auch da, alles klar. Das schien das Beste zu sein. Ob es wohl später auch Waffen gibt, die diese Art von Schaden machen? Durchdringung hört sich ja was an, was beispielsweise... Wieso habe ich so wenig Stamina? Was beispielsweise auch ein Degen oder so machen könnte, was ja auch... Boah, wahrscheinlich auch so schon noch ins Gaslamp-Setting irgendwie so reinpasst, ne? Ja. Oh, ein Jump'n'Run-Puzzle, das habe ich ja gar nicht... Oh. Gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass das hier sein könnte. Was ich wohl als nächstes machen muss? Da oben gegenknallen, genau wie beim letzten Mal. So. Das ist wirklich ein bisschen bedauerlich. Ist das wieder so ein Riese hier? Wo sind sie? Hier. Ah. Oh, das ging aber ekelhaft schnell. Aber Annie ist da. Annie ist da. Annie regelt. Ah, nein, nein, nein. So, wir holen uns hier den Hammer raus. So, weg damit. Annie ist down. Annie ist up. Heiltrank. Der muss down gehen hier, der Kollege. Oh, Annie. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Heiltrank. Gut, dass ich den Feenring... Ich hätte jetzt gedacht, dass es Annie zerreißen würde. Tut's aber nicht. So. So, was war bei denen nochmal Phase? Das war, glaube ich, der falsche... Genau, der falsche... Die falsche Schadensart, so. Das ist auch die falsche Schadensart. Aua. Wo ist Annie? Muss ich die wiederbeleben vielleicht irgendwo? Ist auch die falsche Schadensart. Ich glaube, es gab bei denen nur falsche Schadensarten, ja? Boah, ich muss doch einmal hier irgendwo halb in Sicherheit gehen, um meinen Stamina aufzuladen. So. Heiltränke trinke ich wie, weiß nicht, wie Wasser. Das bringt gar nichts. Ne, das ist zu langsam. Kann ich vielleicht mit einem Messer oder so? Da. Nein. Auch nicht so wirklich hilfreich. Ich weiß nicht, wo Annie ist. Das ist irgendwie ein bisschen tragisch. Die ist wahrscheinlich eine Etage tiefer und ruht sich aus. Naja. So.
Ach, verdammt. Jetzt. Zack. Ich glaube, das war's. Ja, heieiei. Also immer das Gleiche, nur halt schwerer werdende Gegner. Naja, gut. Zack. So, kann man den Feenring, den geplatzierten, na, da unten ist Annie irgendwo, eigentlich sehen? Nee, ne? Da unten war er nicht. Ich will einfach runterspringen und dann zu Boden gleiten. Das wäre immer so mein Plan. Moment mal, was ist das denn? Das ist, ich will nicht sagen neu. Da kann man auch nicht mit interagieren. Das ist einfach da. Okay, schade. Das sah so besonders aus, dass ich jetzt irgendwie dachte, okay, jetzt hast du was entdeckt, aber war nicht so. Oh, scheiße, ich muss meinen Regenschirm ja auch mal rausnehmen, ne? Ich bin so gewohnt von anderen Survival-Spielen, dass du einfach die zweite Mal Leertaste drückst und dann holt er seinen Gleiter oder was auch immer er hat so raus. Aber das ist hier nicht so. Okay. Kann man nicht mit Regeneration? Selbstverständlich nicht. Selbstverständlich nicht. Das heißt, ich laufe jetzt hier mit dem gebrochenen Bein rum. Ah. Wenn ich jetzt irgendwie sterben sollte und dann hier wiederbelebe, dann ist so alles gut, ne? Wie kann ich denn sterben? Oder anders gefragt, was kann ich denn hier überhaupt noch machen? Achso, ich wollte sowieso zu dem Kollegen hier unten hin. Wir bauen mal eben Heilsalbe ist ja. Vielleicht haben wir nämlich alles. Das ist keine Erweiterung, sondern Herstellen. Grundlage wahrscheinlich. Da. Bumm. Steine haben wir nicht. Oh, ich mache mal einen kleinen Cut, bis ich das hier geregelt habe, gell? So, Steine zu kriegen war tatsächlich relativ schwer hier. Sollte man gar nicht glauben. So, wir wollen aber da unten hin. Da ist auch ein Boss neben übrigens. Ja, weil diese Felsen zum Zerschlagen, die gab es hier überall, aber diese Felsen haben ja nicht, was ist das? Rohbeeren. Okay, nehmen wir auch mal eben mit, weil da haben wir gar nicht mehr so viele von für Tinte. Ja, aber einfach diese Steinhaufen, die man so einsammeln kann, einfach, die gab es hier tatsächlich relativ wenig. Also es ist nervig. Vielleicht sollte ich meinen Schirm rausholen. Nicht die Fackel, sondern den Schirm. Damit wir so ein Mist nicht die ganze Zeit passiert. Vielleicht soll ich die Angel mal wegtun und stattdessen die Sichel rausholen. Damit ich sowas machen kann. Boing, zack, schweb. Können wir mal eben, wenn wir eh schon hier sind, uns das mal zumindest mal anschauen. Okay, wir sehen, dass wir nichts sehen. Okay. Ja, dem, also einen Boss machen, ja, könnte man jetzt machen, aber so richtig, also klar kriegt man da ein bisschen Fell und sowas, aber das war es dann irgendwie auch, ne? Hier ist niemand. Der sieht aus wie ein amerikanischer Sheriff. Beachten Sie mich gar nicht. Ich will mich hier einfach nur ausruhen. Verzeihen Sie, Sir, haben Sie sich ebenfalls verirrt? Nur ein einsamer Mann, der auf den rechten Augenblick wartet. Und Sie sind? Ich suche lediglich einen Rückweg. Ah, Sie sind verdammt sicher keine flüchtige Person. Oder zumindest nicht die, nach der ich suche. Hat keinen Sinn, mich weiter bedeckt zu halten. Jemand sagte mir, dass ein Gesetzeshüter hier in der Gegend unterwegs wäre. Wer könnte dieser jemand sein? Wilhelmina Sasse. Ich fasse es nicht. Diese gierige Laberfritzen haben sich tatsächlich dazu entschlossen, erstmal mit richtigem Journalismus zu versuchen. Ich kann nicht behaupten, dass ich mich um ihre Sippe sorge, aber ich weiß zu schätzen, dass sie mich gewarnt haben. Ehrliches Volk trifft man in dieser Wildnis nicht gerade oft. Ich würde es gern entsprechend belohnen, wenn es ihnen nichts ausmacht. Das ist aber sehr nett von ihnen. Gut. Nun können wir diese Angelegenheit als abgeschlossen betrachten. Wenn Sie aber noch mehr zu sagen haben, es macht mir nichts aus, noch ein wenig zu bleiben. Flüchtling, was haben Sie dann hier zu schaffen? Flüchtig, so, ich habe einen Haftbefehl für eine Art Dieb, ist aus Nightingale geflohen, schon vor Monaten. Okay. Brauchen Sie Hilfe beim Einfangen des Flüchtlings? Hilfe? Jene zu jagen, die sich Gottes Gesetzen nicht unterordnen, ist eine gefährliche Angelegenheit, noch mehr in gefährlichen Breiten. Sie sehen so aus, als steckten Sie ohnehin schon in anderen Schwierigkeiten. Ich bin mit Ihrer Lage vertraut,
weil es mir einst genauso erging. Auch ich trieb einst ziellos umher. Vor Jahren haben mich die Cherokee aufgenommen, haben mir viele Dinge beigebracht, ehe aus mir ein freier Mann wurde. Ich würde sie in ein frühes Grab schicken, wenn ich sie mit der Durchsuchung der Welten betrauen würde. Aber um ehrlich zu sein, fühle ich mich verpflichtet, ihnen dieselben Tricks zum Überleben beizubringen, die man mir einst beibrachte. Was meinen Sie? Was immer sie preiszugeben haben, ist mir willkommen. Überleben ist eine Frage der richtigen Vorbereitung. Diese Wildnis lebt, atmet. Sie verrät ihnen, was sie fühlt. Egal ob Donner, das Pfeifen des Windes, Sturmböen, all das verrät die Welt über sich selbst. Die Ordnung hinter dem Chaos. Denken Sie mal scharf nach. In den Breiten lauern unzählige Gefahren. Was können Sie brauchen? Etwas, womit man kämpfen kann. Ohne Waffen keine Verteidigung. Nicht mal für hasenfüßige Pazifisten. Bewaffnung, Munition. Danach werden wir dafür sorgen, dass sie sich auch einsetzen können, ohne sich selbst ein Auge rauszuballern. Ja, ich bin bereits bewaffnet. Nee, bin ich nicht. Bis zu unserer nächsten Unterredung. Ja, wie kriege ich denn jetzt Waffen? So. Finden Sie eine Distanzwaffe und Munition. Eine beliebige Distanzwaffe nehmen, eine beliebige Munition nehmen. Diese bescheuerte Schleuder oder was? Das ist jetzt damit gemeint. Willst du mich veräppeln? Oh, hier gibt's Kram irgendwie, den ich ihm klauen kann. Das machen wir natürlich gerne. Oh, hier ist so eine Kiste. Nee, kann man nicht. Ja, wie beliebige Distanzwaffe? Ich lasse sie in Ruhe. Hallo? Da kann ich nicht draufklicken. Doch, jetzt. Wie jetzt? Also so war das doch nicht. Bewaffnen Sie sich. Ich dachte, ich bekomme jetzt endlich mal... Da, hier ist was. Verbesserte Werkbank freischalten. Metallkugeln freischalten. Okay. Eine beliebige Munition nehmen. Beliebig ist auch das, was ich, glaube ich, ja hier on the fly auch herstellen kann, oder? Moment. Wie konnte ich denn noch gleich Sachen herstellen? Bauen? Nein. Ach, ich kann ja schon einen Pflanzdruck bauen. Das habe ich noch gar nicht mitbekommen, so richtig. Ha. Was hat der denn hier stehen, womit man bauen kann? Vielleicht irgendwas? Nee, nur... Brennstoff. Ja. Nichts, womit man richtig bauen könnte. Konnte man nicht irgendwie, meine ich, Sachen herstellen ohne, mach mal nur herstellbare. So, eine raue Kugel. Ne, brauche ich tatsächlich, muss ich auch dafür eine Crafting Bench haben. Obwohl hier, ne. Ja, nur herstellbare, also nur was ich jetzt herstellen kann. Das möchte ich gerne eigentlich sehen. Also man konnte doch Dinge herstellen ohne, oder? Gut, wir gucken einfach, was wir für die Kugeln brauchen. Das machen wir direkt hier. Kugel, so, raue Kugel brauchen wir. Die einfache Steinmetzbank für das, dann ist gar nichts einfach. Aber man musste doch... Das kann doch nicht sein. Irgendwas mit Stein. Steinmurmel, das hier. So, das konnte ich an einer einfachen Werkbank bauen. So, alles klar. Werk. Achso, das war bauen, klar. Werkbank. Einfache Werkbank, die platzieren wir jetzt. Bumm. Zack, hier Pflanzenfasern, ist kein Problem. Danke. Bums. So, jetzt bauen wir keinen Schirm, sondern eine einfache Steinmurmel. Brauchen wir was? Oh, Steine. Egal. Die sind ja, ach, guck mal, hier liegen die überall rum. So, die kaufen auch, kaufen. Wir sammeln auch... Sammeln auch gleich ein paar mehr, wenn wir vielleicht auch noch rumballern müssen, um die Quest zu erfüllen. Ich hatte jetzt gehofft eigentlich, der hätte ein richtiges Gewehr für uns in Dings. Aber vielleicht mit dieser erweiterten Werkbank. Vielleicht, wobei das wahrscheinlich auch schon wieder nur eine Voraussetzung ist, die Voraussetzung dafür ist,
Sachen zu craften, wie vielleicht tatsächliche echte Waffen, aber ich die Rezepte dann nach wie vor nicht habe, eventuell. So, ich mache einen kleinen Cut, bis das hier fertig ist. So, das ist schon fertig, der Rest kann hier weiter craften ohne mein Zutun. So, haben Sie es hier zu tun? Haben Sie hier zu tun? Ich habe Ihren Anweisungen entsprechende Vorbereitungen getroffen. So, wie sieht es jetzt aus? Sehen wir uns das mal an. Vorbereitung mit Vorteil, das gibt zugeben. Ich könnte mir vorstellen, dass ich Ihnen hinter dem, keine Ahnung, ich weiß nicht warum, so gibt es hier verschiedene. Das muss ich zugeben. So. Die Welten machen uns am Ende alle ebenbürtig. Nun gut. Wie ich sehe, haben Sie sich bei dieser Waffe Mühe gegeben. Jetzt haben Sie die Mittel, um sich selbst zu schützen. Aber sind Ihre Augen und Ihr Finger im Abzug wohl auch gut aufeinander abgestimmt? Stumm nicken. Ich habe nicht gerade Lust, auf irgendjemanden zu schießen. Nichtsdestotrotz ist es eine notwendige Fähigkeit. Ich schätze, Sie haben noch mehr Vorbereitungsaufträge für mich. Damals im Krieg hatten wir einen begrenzten Munitionsvorrat, doch Ressourcenschonung bedarf weiser Voraussicht und ein wohlplatzierter Schuss ist jedenfalls ressourcenschonend. Die meisten lebenden Kreaturen haben einen Schwachpunkt, ein ungeschütztes, lebenswichtiges Organ, als würde der Bauplan aller existierenden Kreaturen die Möglichkeit eines schnellen Todes beinhalten. Also, es geht los. Machen Sie ein paar Zielübungen. Denken Sie daran, nichts zu vergeuden. Schwachstellen. Was sind Schwachstellen? Ist das jetzt nicht ein bisschen spät im Spiel, um auf Schwachstellen hinzuweisen? Erzielen Sie Herztreffer, erzielen Sie Kopftreffer. Okay, alles klar. Das ist eine längere Geschichte, befürchte ich. Vielleicht sollte ich auch mal meine Schleuder dann irgendwie upgraden. Ja, ich denke, das müssen wir tun. Was passiert eigentlich, wenn ich auf den schieße wohl? Na, ich will es mir nicht mit dem versauen, weil ich die Hoffnung habe, weil ich ja, also, ja, hoffe einfach, dass er mir tolle neue Sachen beibringt. Ja, Herz- und Kopftreffer sind jetzt ja nicht besonders schwer. Also Herztreffer weiß ich nicht. Aber Kopftreffer gehen. Hier, die Kollegen brauche ich. Was mir übrigens aufgefallen ist, mal ganz nebenbei, dass Annie einfach weg ist. Die ist, seitdem wir im Turm waren und sie da irgendwas gemacht hat, seitdem ist sie einfach weg. Also die steht hier anscheinend. Wir gehen nochmal hin. Vielleicht habe ich ihr in der Hektik irgendwie gesagt, sie soll wegbleiben. Ist ja möglich. Wieder aufhelfen, E gedrückt und dann irgendwie mit der Maus irgendwo drauf gekommen. Das kann sogar gut sein, ne? Möglich ist das. Ich gucke quasi genau drauf eigentlich. Ach nein, die ist injured, okay. Blöd, dass man das nicht sehen kann irgendwo, ne? Die ist von da oben heruntergepurzelt, oder was? Komm, Annie. Faulenz hier nicht rum die ganze Zeit. Wir müssen Viecher jagen, das zum Beispiel. So, das war ein Kopfschuss, würde ich sagen. War es auch, ja. Zack, zweiter Kopfschuss. Man muss gar nicht richtig anvisieren, um das zu machen. Naja. Kopfschuss. So, jetzt Herztreffer. Wie soll ich denn da das Herz treffen? Von der Seite vielleicht. Ja. Mal zwischendurch mal heilen. Nope. Herztreffer. Tja. Geht das vielleicht nur bei manchen Kreaturen, wo man das Herz dann auch sehen kann? Da. Ne, das war auch wieder ein Kopftreffer. Also, ich habe nicht die geringste Ahnung, wie ich da jetzt einen Herztreffer machen soll. Ich schieße einfach mal und hoffe einfach irgendwann, einen Herztreffer erzielt zu haben. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn er automatisch nachladen würde. Finde ich auch vollkommen. Ja, ich meine, weiß natürlich auch nicht, wo er sein Herz hat. Aber gut, dann kann man ja eigentlich nur. Zack. Da kann man ja eigentlich, also welches Tier, bei welchem Tier kann man denn das Herz gut erahnen oder sehen oder was auch immer? Also das wäre doch am besten bei diesen Gebundenen doch, wäre das am besten zu machen, oder? Ist jetzt so meine Vermutung. Wenn der Typ jetzt nicht so eine eventuell extrem interessante Sache hätte, die ich brauche, nämlich diese Werkbank, dann würde ich sagen, ist mir egal. Herztreffer. Aber hat er leider. Wir gucken einmal hier, was es hier gibt.
Oh, hier gibt es zum Beispiel Sonnenblumen. Und auch Samen dafür. Okay, schön. Oder sind das Karotten? Jo, Gemüse. Jetzt, wo ich weiß, was war das jetzt? Shiitake, rohe Pilze. Okay. Ist ja verrückt, was hier alles gibt. Das ist ja verrückt. Ich habe übrigens vergessen, meinen Federring abzubauen, ne? War zwar Ewigkeiten dazu gange, weil ich ja so verletzt war. Und habe darüber vergessen, den Feenring abzubauen. Naja, ist halt so. Oh, hier kann man schlafen. Das trifft sich gut, weil wir nämlich relativ am Ende waren. Sehr schön. Ja, wir müssen eigentlich. Wir haben noch diese Dinger jetzt hier freigeschaltet, oder? Eine Verteidigung wäre doch eigentlich genau das Richtige. Genau das Richtige, um viele von den Viechern zu haben, die wir dann ins Herz schießen können, vielleicht. Oder? Schön wäre nur gewesen, wenn ich das hätte vorher upgraden können. Aber ich muss es ja nur so lange benutzen, bis die Quest erfüllt ist. Ja, so machen wir das. Ich bin gespannt. Das sollte ja bei humanoiden Gegnern, also in der Theorie zumindest, nicht so schwer. In der Theorie nicht so schwer sein, die zu treffen ins Herz. Oh, da ist ein Reh. Wir pirschen uns an. Ja, ein Herzschuss, ich weiß auch nicht. Ich würde so sagen, über dem Bein, ne? Über dem Vorderbein. Da würde ich das Herz vermuten. Jetzt weiß ich allerdings auch nicht, inwiefern dieser Stein da einen Bogen fliegt oder so. Nein. Ja, alle gehen, alle haben Panik. Ja, ich habe halt auch keine Tarnklamotte an oder so, ne? Die kann man sicher machen. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt nicht wüsste, warum ich das überhaupt machen sollte. So eine Tarnklamotte irgendwie anziehen. Nur um hier so ein paar doofe Hirsche zu jagen. Nee. Normalerweise würde ich sagen, nein, machen wir nicht. Millie und Joe, denen geht's aber schlecht. Warum geht's ihnen so schlecht, Millie und Joe? Hallo, Millie. Einmal hier erstmal umgucken, bevor wir. Ah ja, das ist easy peasy, also leicht zu finden, das wollte ich damit sagen. Warum seid ihr beiden so kaputt? Finde ich nicht so gut. Joe, hey Joe. Naja, gut, ist halt so. Wo ist Millie? Millie braucht man, glaube ich, um die zu starten, die Quest. Also gut, schreibt mir zur Tat. Die Schutzquest. Siehe da, wir spielen erst ein paar Stunden und müssen uns die Questtexte schon gar nicht mehr durchlesen. Ist das ein gutes Zeichen? Ich weiß es nicht. Wo sind die Bösewichter? Ich glaube, hier drüben war halt ein Geräusch. Willi läuft auch hier rum. Ja. So. Ja. Jetzt gerade der, den man, der immer so. Tja, keine Ahnung. Bis jetzt noch kein. Das war ein Kopftreffer. Oder was auch immer da. Bis jetzt noch keinen einzigen guten Treffer. Vielleicht muss ich warten, bis er so ein bisschen nach oben kommt. Aua. Aua, aua. Das tut oder tat oder richtig weh. Der ist auch recht langsam, der. Ich bin verletzt. Annie! Alles klar. Ihr sollt nicht an diesem Ding da rumfummeln, ne, ihr Leute. Ah, schon wieder. Andy! War das ein Kerztreffer? Nein. Das war aber auch kein Kopftreffer, könnt ihr mir nicht erzählen. Mir ist ja, shit. Mir ist ja relativ egal, was mit dem Teil hier passiert. Ich muss die Quest nicht erfüllen. Ich will eigentlich nur die Herztreffer treffen. Aber das habe ich mir, muss ich gestehen, anders vorgestellt. Also absolut anders. Ja. Halt mal eine Sekunde still. Nur eine Sekunde. Ich habe außerdem Hunger. Wenn man Hunger hat, dann zielt sich's auch sowas von schlecht. Eben hat Futtern hier zwischendurch. Ist auch kein Problem, oder? Aua. Huch, das war knapp. Nee. Versucht hier zu warten, bis die aufgerichtet haben sich. Da trifft's gar nicht. Nee, also Herzschüsse. Da! Nee, war kein Herztreffer. Natürlich nicht.
Also, wenn das kein Herztreffer war, dann weiß ich. Aber es hat ja eigentlich gegen mich ausgerechnet die ganze Zeit. Okay, ich gebe zu, das war ein Knietreffer. Ne, der lässt sich da überhaupt nicht von abbringen, auf mich zu gehen. Egal wie weit ich weg bin, der kommt immer zum Papa. So. Aha. Nix. Wo ist er? Das könnte. Nein, war es auch nicht. Kopftreffer haben wir jetzt schon wirklich viele geschafft. Immer noch nach wie vor kein einziger Herztreffer. Ja gut, also gegen die. Ich glaube, da habe ich bessere Chancen, mich an ein Tier anzuschleichen. Ne? Also geht ja wirklich gar nicht. Mich durch zu langsam, dass ich die Quest vielleicht einfach sein lassen muss. Und einfach nur spiele ganz normal. Aber der läuft recht. Aua. Der läuft recht. Aufrecht, wollte ich sagen. Millie! Annie, meine ich, Entschuldigung. Danke, danke. So, da kommt wieder. Nee, doch nicht. Aber der. Der steht zumindest so, dass ein Herzschuss absolut denkbar ist. Absolut denkbar. Absolut im Bereich des Möglichen. Gut, wenn ich jetzt zielen könnte, ne, dann auf jeden Fall. Jetzt werde ich auch noch hier genervt von so vielen. Hast du ihn umgebracht? Nein. Verletzt. Danke. Gut, das war ein Kopftreffer eher. Nee, also ich weiß nicht. Also das. Vielleicht in der Wüstenwelt die Elefanten. Denn die halten ja erstmal still und machen nichts, bis man sie selbst angreift, ne? Das wäre vielleicht das Richtige, weil da kann man ganz in Ruhe zielen. Das ist eine Idee. Das ist eine Idee. Der Typ steht ja immer noch hier. So, auf seine Apparatur hinten draufschlagen, bringt gar nichts. Hätte mal sein können. Also diese leichten Heiltränke werden mittlerweile echt zu schwach, ne? Immer so. Aber wieder. Alter! Ich hätte jetzt gedacht, keine Chance. Also wenn ich überlege, wie großzügig die Handhabung der Kopftreffer ist, dann kann ich mir über die Handhabung der Herztreffer, kann ich mich nur extrem wundern. Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass dieses Gerät, was ich habe, vielleicht gar nicht in der Lage ist, Herztreffer zu machen, weil es gar nicht, vielleicht gar nicht genug Bums hat. Annie, also Annie, ohne Annie wäre ich nix, ne? Muss man mal so festhalten. So, ist das Ding hier noch in Ordnung? Haben wir die Quest vielleicht sogar schon geschafft? Vermutlich nicht, oder? Ah, ne. Ach du Heiligs. Ach, und so ein Kollege. Aber die sind vielleicht gut mit Herztreffern und so. Ich ziehe mich mal ein Stück zurück. Und versuch's mal. Ja, die Idee war, dass die sich vielleicht nicht so viel bewegen. Aber ich sehe, da ist der Wunschvater des Gedanken. Ne, kein Herztreffer. Alter. Bin verletzt. Annie. Annie, bitte. Jawohl. Ach, die kann man auch wiederbeleben, wenn sie down gehen. Okay, das ist gut zu wissen. Also das ist eh eine gute Waffe gegen die fliegenden Typen hier. So ist nicht. Vielleicht können wir jetzt mal eben hier den Schwertpansen wegklöppeln. Ich glaube, der geht uns allen schwer auf den Keks. So. Halt mal still jetzt. Oh, ne. Kopftreffer. Tot. Ich brenne.
Ja, danke. Kein, also Herztreffer gar nicht. Vielleicht haben die auch keine Herzen, ne? Das kann natürlich auch sein. Also ich bin mir bewusst, dass ich jetzt nicht der beste Schütze bin. Aber hier und da habe ich, glaube ich, doch schon mal. Das war mein letzter Heiltrank nebenbei. Hier und da habe ich, glaube ich, trotzdem schon mal die Brust getroffen. Also bin ich mir recht sicher. Ich bin nass und brenne trotzdem. Das ist ziemlich uncool. So. Ich hoffe, das ist die letzte Welle. Auch kein Herztreffer. War ziemlich, also war garantiert nicht auf den Kopf. Garantiert nicht. Das kann man absolut ausschließen. Naja. So, wenn wir jetzt noch mal eine machen müssen, dann bin ich raus hier. Aha, geschafft. Puh. Ja, aber schön gut, aber nix mit Herzschüssen. Na schön, dass hier so leere Truhen sind. Das ist Da freut man sich richtig, dass man geholfen hat. Aber, ach, jetzt kommt doch noch Hagel. Jetzt sterbe ich gleich am Hagel. Lass das. Meine Güte. Wird aber auch alles dran gesetzt, mich zu nerven hier. So, hier haben wir ja. Zeug. Nee, das geht so nicht. Das geht so nicht. Hier gab es Bären und anderes Gesochse. Wir können. Ja, weiß ich auch nicht. Wir können mal wieder wechseln auf das Fernglas. Dieses Gewechsel, ne? Ich finde es furchtbar. Furchtbar. Also, warum nicht einfach. Also, die Hirsche kriegen wir nie. Haineoten, Eoten, keine Ahnung, was das ist. Waldbär. Da oben ist irgendwo ein Bär anscheinend. Den könnten wir. Eine Haarkatze. Was ist denn eine Haarkatze? Das gucken wir uns auch mal an. Vielleicht können wir da. Ist auch geil, ne? Ich kann nicht gleichzeitig Schirmchen halten und essen. Das geht nicht. Ja, naja. Teufelskeiler, ja, das ist. Katze. Teufelskeiler ist zu aggressiv. Habe ich auch schon versucht gerade. Hat ja nicht geklappt. Katze. Ach da, diese winzig kleinen Viecher. Okay. Aber die sind wenigstens nicht aggressiv. Entschuldigung. Das war gar nicht getroffen. 1200. War ein Herztreffer. 1000? 1200? Okay. Es ist ja kein Wunder, dass das so schwer zu treffen ist, wenn das so einen krassen Schaden macht. Da ist noch eine. Krass. Hat das Hageln aufgehört? Ja, ne? Ich kann essen, ohne Angst zu haben, zu sterben. Von Hagel erschlagen zu werden. So. Wo ist die Haarkatze? Da. Also ich habe tatsächlich auch auf die Brust, also über dem Bein quasi, flieht die jetzt von mir. Das wäre unschön. Wirklich unschön. Über dem Bein habe ich getroffen. Ja, die ist irgendwo dahinter. So, da sind die Hirsche. Ich muss ja nicht töten, die Viecher. Das ist mir ja egal. Ich will ja nur einmal ins Herz treffen. Nur einmal ins Herz treffen. Mehr wünsche ich mir ja gar nicht. Da unten. Da ist auch Wasser, die kann also so weit nicht weg sein. Wir schleichen. Da unten ist sie. Ich sehe sie nicht. Also sie ist angezeigt, ganz klar. Da ist sie. Da war sie.
Scheiße, aufgescheucht. Oder? Jetzt sehe ich sie gar nicht mehr. Oh, kann man die nicht irgendwie markieren? Da oben, seht ihr das? Vermutlich. Ja, die Elefanten wären super gewesen. Die haben wahrscheinlich ein sehr großes Herz, was leicht zu treffen ist. Und da. Ah, schon wieder aufgescheucht. Ist sie jetzt durch mich durchgelaufen oder was? Die sieht man aber auch schlecht. Wirklich. Wirklich schlecht. Da ist so ein Keiler, nehmen wir den, komm. Der muss ja auch ein großes. Ja, so, ach, vor allem, wenn er sich hinlegt. Ja, gut, da weiß ich jetzt überhaupt nicht, wo das Herz ist, wenn er liegt. Da würde ich sagen. Nein, Keiler ist andere Ansicht. Nix. Nix. Keiler hat auch was gegen Bäume. Ja, das ist da, wo ich vermuten würde, wo das Herz ist, ne? Was soll ich sagen? Nope. Also ich meine, der steht ja manchmal schön so... so seitwärts, vielleicht tiefer. Ne, das war ganz schlecht. Ne, das war ein Kopftreffer. Ja gut, ist doch zu weit vorne eigentlich, ne? Das war aber auch ein Kopftreffer. Interessant. Interessant. Einfach mal schießen, ohne Sinn und Verstand. Von hinten ins Herz. Nee, auch nix. Auch nix. Wir brauchen diese Katzen. Da habe ich jetzt gerade ultra viel Glück gehabt, dass mich diese Katze anscheinend nicht gesehen hat, ne? Das scheint ja echt selten zu sein. Ja, dann Hirsche. Teufelskeiler? Nein, auf gar keinen Fall. Hirsche, Hirsche, Hirsche. Die Katzen. Sieht man sie hier schon irgendwie? Da. Ja. Jawohl. Sauber. Das war schweinemäßig schwer, aber hat sich gelohnt. So, wir müssen zurück zu dem Kollegen. Der war da hinten. Da. Ne? 350 Meter ist richtig die Richtung. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob ich jetzt diese eine neue Werkbank bekomme. Nicht eine Verbesserung oder Ergänzung der bestehenden, sondern eine neue. Und ob ich mit dieser neuen Werkbank auch neue Rezepte bekomme. Was aus meiner Sicht voll Sinn ergeben würde. Und natürlich, ob, was ich dann damit machen kann. Ich wäre ja schon froh, ich wäre eigentlich über alles froh. Also eigentlich, also nicht unbedingt was Neues, es würde mir vollkommen reichen. Das ist ja eine schöne Bärengalerie hier. Es würde mir vollkommen reichen, also wenn ich nichts Neues kriegen würde, sondern einfach eine Verbesserung des Bestehenden. Ah, der Feenring, Sekunde. Ha, so kommt man sich, zack, weil hier nämlich jetzt immer noch der Lotos drin war. Siehste? War alles so von vornherein. Habe ich euch ein bisschen an der Nase rumgeführt. Ne? Das war von vornherein genau so geplant. Schon witzig. Meine gut, nee, doch schon witzig irgendwie, dass bei diesen Katzen der Herztreffer ja verhältnismäßig einfach ist. Und bei so einem riesigen Eber eher nicht. Ne? Größeres Herz und so sollte man ja noch irgendwie annehmen. Keine Ahnung. Denke ich jetzt auch nicht weiter darüber nach. Sei denn, dass... Hier ist schon wieder noch irgendwie so ein... Oh, Alter. Warte mal, der sieht irgendwie größer aus. Das ist wieder so ein Boss oder was? Jo. Ja, können wir jetzt auch nicht dran vorbeilatschen, oder? Hier, Herr Blattschuss, sofort. Ja! Also hinter dem Bein. Naja, gut, macht auch irgendwie also Sinn dann irgendwie. Was war jetzt nochmal die richtige Waffe, um die Viecher... Ja, das versuchen wir jetzt nochmal. Ja, dann nehmen wir erst ein Butterbrot raus. Nee, halt still. Da ungefähr. Nein. Er ist auch vollkommen verwirrt.
Ne. Mein 1200 ist ein Wert, ne, den man dann, also, ne, das lohnt sich, ins Herz zu schießen. Aber ne. Komm. Ne, das geht gar nicht. Ich glaube, die Axt ist eine gute Sache. Oh, oh, oh. Okay. Ja, ist gut, ist gut. Puh. Da kommt ordentlich was raus. Zack. Wir reparieren mal wieder. So. Sonnenblumen, wer weiß, wofür es gut ist. So, jetzt, ich bin extrem gespannt. Haben Sie zu tun? Bla bla bla. Ich bin mit den Zielübungen fertig. Sagen Sie, wie ist es Ihnen ergangen? Vielleicht ist die Jagd ja doch etwas für mich. Wenn Sie noch mehr Übungen brauchen, dann zögern Sie nicht, ein paar Gebundene auszuschalten. Damit würden Sie mir einen Gefallen tun. Habe ich mich als würdig erwiesen? Würdig, so kann man das wohl ausdrücken. Ich schätze, es ist an der Zeit, Sie von der Leine zu lassen. Okay. Ich bin froh, Ihre Anerkennung erlangt zu haben, weil ich nett bin. Ich habe Ihnen alles beigebracht, was ich konnte. Zwar ist Vorbereitung der Schlüssel zum Erfolg, aber leider gleichzeitig bloß die halbe Miete. Ihr Verstand ist mindestens ebenso wichtig. Oh je, schlechte Chancen für mich. Jede Welt hat individuelle Wünsche und Sehnsüchte, verschiedene Arten, ihr Gemüt zum Ausdruck zu bringen. Hören Sie am besten gut zu und wählen Sie die korrekte Form der Vorbereitung. Ich weiß das wirklich über alle Maßen zu schätzen. Sie haben sich gut geschlagen und diesen alten, misstrauischen Kerl hier mit Geduld ertragen. Ich hätte es mir wohl niemals selbst verziehen, wenn ich sie erst hätte gehen lassen, um ein wenig später einen Bären beim Zerpflücken ihrer Innereien vorzufinden. Gott weiß, dass dieses Land gleichzeitig meine Rettung als auch wahre Folter für mich war. Nun sind sie immerhin bereit, die Sache in die Hand zu nehmen. Möge ihnen das Schicksal gnädig sein. Geh in Freundschaft. Okay. Flüchtling, hartnäckig. Ich frage jetzt gerade nach dem Flüchtling. Anscheinend haben sie einen Sinn für Gerechtigkeit. Meine Auftraggeber wollen, dass ich es geheim halte. Wenn Sie das also ausplaudern, sind Sie mein nächstes Ziel. Meine Beute ist eine äußerst fähige Diebin. Angeblich ist sie ein Mitglied der 40 Elefanten. Vor einigen Monaten entwendete sie mehrere Entwurfsdokumente aus einer Einrichtung der Calcularia. Wenn das rauskommen würde, das Parlament wäre darüber nicht sehr erfreut. Okay, ich lasse Sie in Ruhe. Es ist keine Quest. Ich soll wieder mit Wilhelmina Sasse reden. Aber er sagte eigentlich, ich soll nicht reden, ne? Aber ich bekomme die, ich habe die Quest, ne? So, aber habe ich denn jetzt, habe ich denn jetzt die neue Möglichkeit dazu bauen? Wir reisen zurück nach Hause. Dauert eine Weile. So, und was wir auch noch bauen können, ist ja diese Pflanztröge, ne? Haben wir auch noch nicht. So, aber wir gucken mal. In mein wunderschönes Heim. So, jetzt haben wir neuerdings eine verbesserte. Dafür brauche ich mechanische Zahnräder und geschnitztes Holz. Aha. Gewährt folgende Rezepte. Ich klicke das mal an. So. Das sind alles Sachen, die wir schon haben. Alles Pionierschemen, das ist neu. Rituelle Samenaufzucht, verbesserte Gießkanne, verbesserte Sachen. Aber mechanische Zahnräder. Wo soll ich die denn herkriegen? Das ist jetzt auch ein Klasse 2. Also, das ist alles Klasse 1 hier, okay. Und die verbesserte Werkbank ist Klasse 2. Da geht leider die Idee hin, Zahnräder. Wenn ich jetzt, ich suche mal nach Zahn. Ich hätte jetzt nicht gemerkt, dass ich irgendwo Zahnräder, da, mechanische Zahnräder. Kann man bauen. Und zwar bei der Feuerschale. Ich habe keine Feuerschale. Oder doch? Und habe ich nicht irgendwo Zahnräder schon gefunden? Was zum Henker ist denn eine Feuerschale? Ich bin jetzt gerade etwas irritiert. Die Feuerschale. Feuer. Lagerfeuer. Feuerschale ist eine Verbesserung.
die ich herstellen kann, die ich bauen kann, die ich aber noch nicht gebaut habe. Okay, krass. Oh je, das hat aber viel Einfluss auf viele Dinge. Hier, platzmäßig ist wirklich. Hier kommt das hin. Zack. Schaft. Schaft könnten wir. Das war doch hier, oder nicht? Nee, Stab. Ein Stab ist kein Schaft. Nee, das ist auch was Metallisches, würde ich sagen, ne? So ein Piston quasi, so ein Hubding. Okay. Ein Problem tut sich nach dem nächsten auf. Werkzeugkomponente kann aus Barren erzeugt werden. Bauen Sie eine Erzstation, um Erz besser zu besser nutzbarem Material zu bearbeiten, verarbeiten. Ich glaube, das ist alles jetzt irgendwie so ein. Ja, aber Moment. Also wir waren ja bei den Zahnrädern. Hatte ich nicht Zahnräder irgendwo schon gefunden? Da, 4 Stück sogar. Easy. So, jetzt nochmal die Werkbank. Nein. Werk. Die verbesserte Werkbank. Aber geschnitztes Holz habe ich nicht. Oder doch, Moment, habe ich doch. Habe ich das nicht ganz am Anfang mal gefunden? Anschlussfrage: Wenn ich eine verbesserte Werkbank habe, brauche ich dann noch die normale Werkbank? So, Zahnräder habe ich. Bauholz, geschnitztes Holz. Das war doch, wenn mich nicht alles täuscht, das hier. Yes! Jetzt kann ich vielleicht Sachen bauen, die ich eigentlich noch gar nicht bauen können sollte. Zack. So, Holz mal weg tun wieder. Andy läuft auch schon voll aufgeregt draußen rum. So. Jawohl, verbesserte Holzaxt. Verbesserte Sichel, verbesserter Bergmanns, verbessertes Jagdmesser. Ansonsten kennen wir das eigentlich alle, ne? Okay. Okay. Das ist doch mal was. Aus Metall jetzt richtig. Krass. Krass, komm, die Holzaxt, die bauen wir schnell noch. Barren und Bauholz. Bauholz habe ich gerade wieder weggetan. Zack. Oh, ist alles zu schwer. Kann ich nicht alles mitnehmen. Moment. Ich habe da hier Barren ohne Ende. Warum? Naja. Nee, andersrum wollte ich es eigentlich. Mist. So. Und Barren. Ich hätte aber gerne billige Barren. Nicht so super teure, tolle Barren, sondern sowas hier. Was total billiges. Zinn. Was ja eigentlich Sinn machen würde, das nicht zu nehmen, aber so, verbessertes, nee, nicht Jagdmesser, Holzaxt, Barren, Nahkampfschaden, 20%. Ja, nehmen wir das gute Zeug, egal. Bauholz, hat man auch nichts anderes. Herstellen. Ist das aufregend? So, wo ist der Gerät? Da, eine gewöhnliche, macht 81,6 Schaden. Meine jetzige macht weniger, 81 nur. Zack. Falsch. So. Das kommt weg. Die Holzaxt können wir jetzt dann auseinandernehmen. Extrahieren. Die hat eine 52er Dings und sie hat einen richtigen Metallkopf jetzt mal erstmals. Na bitte, das sieht doch jetzt mal, wie ich sage, was Normalem aus. Jetzt gucken wir direkt, ob wir die auch noch aufwerten können. Kostet K1 Essenz, ist aber ja nicht tragisch. Können wir aber auch nur einmal aufwerten. Und sie ist jetzt irgendwie weg. Achso, das muss erst geschehen. So, jetzt ist sie grün. 146. Krass.
Sehr cool. Okay, alles klar. So, damit würde ich aber jetzt mit Blick auf die Uhr auch zum Ende dieser Folge kommen. Der Plan ist klar, die Sachen aufwerten. Ich glaube, das mache ich aber off-cam, weil das, glaube ich, nicht so interessant ist, dass ich hier den Kram mal eben zusammensammle und meine Werkzeuge durchgehe. Ja gut, was anderes kann ich nicht gemacht haben. Was ich auch off-cam machen werde, denke ich, ist mal nochmal gucken, die Händler durchzuklicken, um zu gucken, ob wir noch irgendwas brauchen aus den aus allem, was vor dem Versorger Dingsbums ist. Und dann schauen wir mal, was die nächsten Schritte sind. Mit Wilhelmina Sasse sprechen zum Beispiel. Aber das mache ich dann wieder on-cam. Okay, alles klar. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es Spaß gemacht. Jetzt habe ich endlich mal, endlich das Gefühl, nach relativ vielen Spielstunden, dass man jetzt mal so ein neues Level erreicht irgendwie. Ich bin jetzt auch sehr gespannt, wie es dann weitergeht. Gut, ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge dann auch wieder mit dabei. Und dann bleibt mir jetzt nur noch euch bis dahin eine schöne Zeit zu wünschen. Heute noch einen schönen Tag und dann verabschiede ich mich mit einem Gruß, euer Sid80.